Sense, anders als Sky, anders als, ja, ein bisschen die Kamera, glaube ich, höher machen, ne? So. Ein bisschen runter, mehr von mir zu sehen. Anders als Sky und als Vans und wahrscheinlich auch einige andere, habe ich nie ein intensives Verhältnis zu Final Fantasy gehabt bisher. Und das soll sich mit dem heutigen Tag ändern, auch im Hinblick auf die kommende Erweiterung. Irgendwann muss man halt mal so einen Punkt erwischen, an dem man mit dem Spiel anfängt. Und ich finde, jetzt ist ein guter Punkt. Wir spielen auf Luiso, ja, ob man das wirklich so ausspricht, in der Chaos-Welt. Da weiß ich, sind auch Vance und Co. unterwegs. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Erstmal ziemlich viele Rassen, wobei ich Hrothgar, Rothgar und Viera nicht spielen kann. Ja, die meisten von euch werden wahrscheinlich viel mehr Final Fantasy Berührungspunkte haben als ich. Das heißt, das jetzt alles irgendwie großartig vorzulesen, wäre wahrscheinlich total verrückt und Overkill. Elisen sehen so ein bisschen aus wie Elfen. Das kommt für mich übrigens überhaupt nicht in Frage. Der Kerl sieht ein bisschen aus wie Vanitas, oder? Kann man da näher ranzoomen? Wir den haben. Achso, wenn wir draufklicken, ne? Sieht so ein bisschen aus wie Vanitas, finde ich. das passt wahrscheinlich am ehesten optisch zu mir. Der sieht auch ein bisschen strange aus. Ja, keine Ahnung, was so eure Einschätzung ist bezüglich des Volkes. Ich nehme jetzt einfach mal die Elisen, weil das sieht so ein bisschen elfenhaft aus. Meine Pose ist eher individuell als stehend. Ich bin eher leicht. Oh, nee, ich bin definitiv nicht leicht bekleidet. Oh, was hast du in der Hose? Eher leicht bekleidet. Und ich bräuchte wahrscheinlich so einen Waldhintergrund, ne? Ne, das ist mir zu städtisch. Küste. Waldlichtung. Waldlichtung ist gut, das passt zu mir. Ich hoffe, ich kann da irgendwas, Ranger-artiges gleich spielen. Ich habe da nämlich überhaupt gar keine Ahnung. Volksstamm. Erlschatten oder Dunkelalm? Ne, die Dunkelalmen sehen komisch aus. Ich bin eher so ein Erlschatten-Mensch. Tendenziell ein Hühne. Eher so Gamer hellhäutig, würde ich sagen. Gott, ich tue mich mit Frisuren so schwer. Das sieht so ein bisschen Zottel Alex aus, ne? Weiß nicht, so ein richtiger Lockenkopf ist hier, glaube ich, nicht dabei, oder? Ja, aber so Fusseln ins Gesicht sind okay. Ruhig ein bisschen heller, irgendwie die Haarfarbe. Oh Gott, ich bin so unglaublich mies darin, Charaktere zu erstellen. Wer macht denn sowas auch? Gesicht gefiel mir eigentlich schon ganz gut, ne? Ja. Okay. Stimme. Das ist vielleicht noch das Spannendste. Okay, das ist Ärgern. Ja, das klingt nach mir. Okay, bin zufrieden. Ja. Speicherslot 1. Warum nicht? Und bestimme den Lichtnamenstag deines Charakters. Ja. Okay, 26. Sonne im ersten Lichtmond. Natürlich, ersten Lichtmond. Gibt es noch andere Lichtmonde? Bin eher so der vierte Lichtmond, ne? 26. Sonne im vierten Lichtmond. Meine Schutzgottheit. Ach du meine Güte. Oh schon, das ist schon okay. Disziplin der Krieger. Disziplin der Magier. Okay, man könnte jetzt druidisieren. Elementare Urkräfte, Zauber zu weben, Stäben der Äther, ja, oder halt ganz klassisch der Weitläufer, ne? Langbogen, Kurzbogen, Meister des Fernangriffs, den sexy. Ich grüße mich, Sarah Gravity. Als einzige Person, die übrigens bisher was in den Chat geschrieben hat, schämt euch, ihr anderen fünf. Machen wir also klassischen Weitläufer.
Ich habe Ragnarok ausgewählt. Nein, ich habe Louiso ausgewählt. Ja. Kann ich nicht. Aha. Diese Welt können keine neue. Du kannst warten, bis wieder ein Platz frei wird. Aha. Warum steht da Legacy? Legacy gefällt mir nicht. Nehmen wir Moogle. Moogle klingt so ein bisschen wie Google. Vor- und Nachname. Buchstaben bei nicht sind verwendbar, wobei und was das? Nur Buchstaben und Bindestrich sind verwendbar, wobei Apostroph und Bindestrich nicht am Anfang oder mehrmals hintereinander stehen dürfen. Okay, Sputti. Ja, easy Charakternamen, Namensauswahl. Soll am Ende des Tages keiner sagen, ja, ich wäre nicht kreativ. Okay. Dieser Welt ist trotzdem noch hoher Andrang. Platz auf der Warteliste 25. Ja, hätte mir das mal einer als Guild Wars 2 Spieler gesagt, dass man nur fürs Einloggen schon warten muss. Das ist mir letztens schon bei ESO passiert. Bei ESO musste ich schon auf ein Login warten. Jetzt muss ich auch noch bei Final Fantasy warten. Wann kommt der Tag, an dem ich auch in Guild Wars 2 auf den reinen Login mal irgendwann warten muss? Crazy. Ich habe mich doch sogar nach Moogle geschickt, weil die anderen Welten voll sind. Was habe ich denn da für Wartezeiten im schlimmsten Fall? Aber gut, lange Wartezeiten sprechen ja normalerweise für eine hohe Population. Hohe Population heißt, da ist ein bisschen was los. Dann werde ich mich hoffentlich nicht einsam fühlen in der Spielwelt. Und das sind meine ersten Schritte in FFXIV. Wahrscheinlich noch nie einer so ausgesprochen. Okay, ich bin so ein bisschen crazy verloren. Meine sagen, Astellia hätte weirde Intro-Videos gehabt. Hoffe, ich träume. Hör hin. Ja, ich höre. Musik ist sehr, sehr beruhigend und angenehm. Okay. Geh ins Licht, Sputti. Nie zurückhalten. Okay. Das Licht ist nicht mein Freund. Ich bin der Tod. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Jetzt werde ich zum Super Saiyajin. Ja. Im Intro von Guild Wars 2 wird mir ein bisschen was über meine Geschichte als Mensch erzählt. Mir wird ein bisschen was erzählt, was so in meiner Umgebung passiert und so, ne? Und hier habe ich irgendwie wie Shiny Flashy Super Saiyajin Mutationen im Weltall. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und ich grüße Adventure Ape an dieser Stelle. Werdiger Reisender sagt, alles in Ordnung, Sohn. Ich bin dein Sohn. Aha. Dünst im Schlaf und schwitzt. Okay, ja. Kommst du mit dem Eder hier nicht zurecht? Ja, manche sind empfindlicher als andere. Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Da bin ich mir nicht so sicher. Er denkt also, ich habe gesoffen. Sehe ich aus, als hätte ich gesoffen? Was bist du? Eine Fledermauskatze. Okay, also ich habe ja in meinem ganzen Leben wirklich keinerlei null Berührungspunkte mit Final Fantasy in meinem ganzen Leben gehabt. Bisher ist das halt so ein bisschen
Ein bisschen weird, oder? Hallöchen, Sakulu. Auf Dauer zu teuer, wenn man noch was anderes zockt. Ja, ich habe jetzt kein Abo. Ich bin tatsächlich im vollen Free-to-Play-Modus unterwegs. Du kannst uns sehen. Ich wusste es, wie schön. Okay, der andere sieht dich also nicht. Das sind Mogris. Okay. Und du siehst den jetzt nicht, oder was? Normale Leute können uns nicht sehen und hören, wenn... Was? Können uns nur sehen und hören, wenn wir es wollen. Das bedeutet, du bist jemand Besonderes. Ja. Besonders bin ich. Definitiv. Mein Berührungspunkt ist mit Monster Hunter, der Boss Behemoth. Der ist aus Final Fantasy. Ja, okay. Der Wald ist in Unruhe. Das ist ein seltsames Ding gehört hier passieren. Nö. Das ist auch nicht vertont, ne? Also, dieses Hör hin, vorhin ja. Aber hier... Und warum reagiert der Typ nicht darauf, wenn seine Flasche schwebt und jemand draus trinkt? Okay, der haut jetzt ab. Das ist schon ein bisschen blöd. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Stories. Oder auf die Story allgemein. Adventure Ape. Merkt er jetzt, dass die Flasche leer ist? Ja. Aber dass sie vorhin geschwebt hat, das ist ihm entgangen. Wird. Ist noch ein gutes Stück bis Gridania. Plaudern wir noch ein bisschen, wo du schon wach bist. Ich bin mir nicht sicher, dass ich mit dir plaudern will. Wir haben nicht so viel für Gespräche übrig. Ja, ich auch eigentlich nicht. Beremot ist der Name. Händler, freue mich über alle Maßen. Ja, danke gleichfalls. Ich bin Abenteurer. Ja, die meisten von uns gehen drauf. Ich suche Abenteuer um... Ja. Ich bin so ein Ehre-Typ, ne? Ehre. Okay, jetzt bewegt er doch seinen Mund. Sind das diese mysteriösen Chocobos, die alle so feiern? Oder was sind das? Ich hab da echt... Also wirklich, ich bin so weit weg von diesem Spiel. Die Fähne... Vertonung fällt besonders als Guild Wars 2 Spiele auf. Ja, das muss ich auch sagen, Kreiner Prince. Also diese zwei Episoden, wo keine Vertonung war, waren schon weird. Aber das ist jetzt so ganz komisch. Du hörst zwar so Geräusche und die Musik im Hintergrund und sowas, aber ich möchte halt schon irgendwie, dass mir jemand das vorliest. Das fehlt mir ein kleines bisschen gerade. Ja, der Eins, es gibt Wichtigeres als Jill und Ehre. Klar, nichts umsonst, aber der Tod kostet das Leben. Ja. Danke für die Weisheit. Dankeschön. Okay, halt, anhalten. Wenn man davon spricht. Oh, Pfeil. Wow! Ich kann schon fragen, was los ist. Fürs Erste ist die Durchfahrt gesperrt. Okay. Hier gibt's direkt Beef. Verflucht, wir halten sie auf. Fahrt. Okay. Darf ich mit aufhalten? Darf ich mitmischen? Ja komm, hüpf aus der Kutsche und misch dich ein, Bro. Okay, wir mischen uns nicht. Schade, dass man die nur hört, wenn man sie selbst reitet. Dass im Final Fantasy erst noch etwas Zeit geht. Okay. Bin gespannt. Headfallen X hat dich willkommen zu heißen. Herz beiseite. Bin ich zum ersten Mal. Ja. Keine Ahnung, was Gridania ist. Ortskundigen erklären, was hier so läuft. Ja, bitte. Gridania ist eine Waldstadt. Finde ich gut. Mit einem Finsterwald. Wald der Einkehr, wie ihn die Bewohner nennen. Ich finde Wald der Einkehr schöner als Finsterwald. Eher finster als Einkehr, voller Viecher, die einen kragen wollen, wie die Ixal. Okay. Katastrophe vor ein paar Jahren. Waldstadt, wir sind da. Schauen wir nochmal was. Finsterwald. Aha. Das uralte Waldgebiet im Herzen Eoseas. Hier liegt der Stadtstaat Gridania, das kulturelle und spirituelle Zentrum des Waldreichs.
okay. Sieht süß aus. Auf jeden Fall mit Wasserkraftwerk betrieben. Einst war es ein Zufluchtsort vor allen Gefahren außerhalb des Hags. Doch nicht einmal die Gebieter, mächtige Wesen des Finsterwaldes, vermochten die siebte Katastrophe abzuwenden. Das ist jetzt so ein Intro, mit dem ich arbeiten kann, ja? Auch hier wurden unzählige ihrer Hoffnung beraubt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was die siebte Katastrophe ist. Mach das Adventure, Ape, und guten Hunger. Doch nun erscheint jemand Besonderes, noch nichts von seinem Schicksal ahnend. Das bin wohl ich. Hi! Ja, alles Glück der Welt, war mir auch ein Vergnügen. Ich hab überhaupt nichts gemacht, Bro. Oder hab ich? Meine erste Quest erledigt, indem ich mir die Dialoge durchgeklickt habe, oder? Ein großer Held wirst und einen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Ja. Faust drauf, Bro. Welch außergewöhnliche Rolle wird er in der Geschichte des Reiches noch spielen? Möge sein Abenteuer beginnen in der gesegneten Waldstadt Gridania. Adventure Ape, du hast mir unheimlich weitergeholfen. Danke. Die siebte Katastrophe folgte der sechsten Ära des Nichts. Sie ist die jüngste Katastrophe seit der sechsten Katastrophe. Ja. Mensch. Wer hätte gedacht, dass der siebten Katastrophe eine sechste Katastrophe vorausging? Okay, du hast so ein bisschen mehr geschrieben. Der Nebenmond rast auf Himmel auf Eorzea. In der Welt. Ich kann es mir nicht aussprechen. Im Inneren brach der Pime Bahamut hervor. Das ist so die Zusammenfassung. Okay. Gute Zusammenfassung. Ich erinnere mich daran, dass das ist die siebte Katastrophe, das, was sie irgendwie erklärt haben mit Final. Ich erinnere mich da an irgendwas. Die erste Version von Final Fantasy 14 war ja nicht so berauschend. Und dann wollten sie irgendwas in die Erde reincrashen lassen und du musst das verhindern oder irgendwie sowas. Ist das nicht so die Hintergrundgeschichte? Ist das die siebte Katastrophe? Man hört ja, man schnappt ja immer so Sachen irgendwie unterwegs auf. Dein Gesicht ist mir bekannt. Hoffe nicht. Nein, dich kenne ich nicht, du bist ein Abenteurer nun denn. Weil bestimmt irgendwer dasselbe Gesicht hatte schon wie ich. Bin ich herum wie angewurzelt. Okay, Bro. Dann legen wir mal los. Jetzt so ungefähr. Okay. Habe ich übrigens Benz schon Hallo gesagt? Wenn nicht, hi Benz. Bitte wähl aus, womit du das Spiel steuern möchtest. Maus und Tastatur. WASD. Ja, wer hätte das gedacht? Kamera. Kompletter Charakter drehen. Bewegen, springen. Vorwärts laufen, R laufen. Rollrad rein, raus. Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Bevor du Gradine erkundest, musst du Bertinand um Einlass bitten. Lass mich rein. Hat das Schicksal also wieder einen Grünschnabel in die Waldstadt geführt? Du bist Abenteuer, dann pass auf. Ja. Rede von Gebäuden da vorn. Drinnen sprichst du einfach mit Millionen. Die leitet nämlich den Laden. Wir können nicht einfach hier einen Fremden umbesiedeln. Unsere Stadt lassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oh, ey, echt? Selbst hier? Der blöde Spruch. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Okay. Ich habe eine Quest angenommen. Auch so einen. Und den glaube ich nicht. Ich bin erfahren genug, um mit dem Spiel klarzukommen. Gewaltiger Schuss, das liegt doch schon mal gut. Spielanleitung. Die Anleitung brauchen wir nicht, ist für Mädchen. Sprinten ist gut, Rückführung, Teleport. Und dann sprint doch mal. Dafür gibt es hier keine Verwendung. Oh. Dann sprinten wir halt nicht. Ich dachte, das wäre eine kluge Idee. Okay. Belohnung erhalten. Nicht, dass ich das brauche. Hi, Inhaberin. Wo öffnet sich da jedes Mal so ein Dialogding? Kann ich Quests nicht einfach so schnell durchklicken, wenn ich Powerleveln will? Wen haben wir denn hier? Jemand mit aufgeschlossenem Herzen, in dem viele Fragen brennen. Ich möchte mich als Abenteuer registrieren. Ja.
Ja, komm, ich leg dich jetzt hier mal. Dame. Gewöhnliche Gaststätte. Ich befinde mich in der Abenteurergilde. Oh, die Abenteurergilde. Okay. Was auch immer dich geführt hat, wir können dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Umgekehrt erwarte ich von dir, dass du dich in Gridania nützlich machst und der Noten deine Bevölkerung unter die Arme greifst. Machen. Dein erster Blick erscheint ruhig und freundlich, der Eindruck täuscht. Wir leben in Zeiten eines Umbruchs. Überall sind Zeiten eines Umbruchs. Bestialische Ixal, Räuberbanden, haben wir alles schon kennengelernt. Ah, okay. Als der verruchte Drache aus dem künstlichen Mond hervorbrach und sein Feuer. Das ist die siebte Katastrophe, ja? Das ist eine Ewigkeit zurücklegen. Sehen wir nur dunkle Silhouetten. Einfach nur die Krieger des Lichts. Okay, ich bin ein Krieger des Lichts. Achso, nein, die sind ein Krieger des Lichts. Ich bin kein Krieger des Lichts. Vielleicht möchte ich denen aber irgendwann mal den Rang ablaufen. Hier kann ich meinen Namen eintragen. Okay. Ziemlich viel Dialog möchte ich anmerken. Sputti, der Name gefällt mir. Ja, das sagst du doch bei jedem. Sagst du nicht nur bei mir. Witzig fände, wenn die bei manchen Leuten tatsächlich sagen würde, dein Name ist Mist. Okay, die mögen mich schon mal nicht. Wer seid ihr eigentlich? Sieht so mit euren Masken echt weird aus. Soldaten des Klageregiments. Aber das klingt nach irgendeinem religiös Fanatiker-Orden, der irgendwie nachher noch böse wird und mir irgendwie den Hintern aufreißen will oder so. PvP ist so ziemlich das beschissenste PvP aller MMOs. Das beste PvE-Endgame. Events oder Sky zur Einführung? Da, nee, ich habe heute Nacht leider keinen bekommen. Sky hat auch kein Abo mehr aktiv, hat er erzählt. Also ganz ehrlich, ne, ich muss halt sagen, dass jetzt so das Intro, das spielt sich halt schon echt sehr, sehr langsam, wenn ich das so anmerken darf. So, jetzt hast du noch eine Quest für mich. Wichtige Aufträge. Meteor-Symbol zu erkennen, das sind wichtige Aufträge, die meine Story vorantreiben. Okay. Möchte, dass sie die Grundlagen des Abenteuerdaseins, also möchte sie mir vermitteln. Okay. Als offizielles Mitglied. Ich meine das, weiß Gott nicht böse, ne? Das mag so für Neueinsteiger echt süß sein, aber ich möchte mir jetzt eigentlich nicht diese ganzen unvertonten Dialoge gerade durchlesen. Ich glaube, das ist auch sehr zäh für den Livestream, wenn ich das so anmerken darf. Idee für Arme. What? Wird gespielt, aber es machen nicht viele. Okay, ja. Ein bisschen spielen. Manche Leute spielen immer PvP. Also egal in welches Spiel du gehst. Irgendwo gibt es so ein paar Traurige, die noch immer PvP spielen. Selbst in GW1? Hoppla, das war ein bisschen zu laut. Mein Mikrofon ist ausgeschlagen bis zum nächsten Mond so ungefähr. Sehe diese dummischen Tipps nicht. Danke, da ist ein Schokobo-Küken. Schokobo-Küken. Oh. Ja, das ist wahrscheinlich wie bei uns so der Quaggern-Hype, ne? So, Lehrmeister. Bring mir was bei, Bro. Mhm, deine Ausrüstung sieht noch neu aus. Du bist ja nicht lange. Da gibt es bestimmt ein paar Dinge, bei denen ich dir helfen kann. Neueinkömmlinge, Neuling genannt. Ja, bla bla. Wenn ich mal weiter weiß, soll ich mich an meinen Mentor wenden. Dankeschön. Ich hab den Status Neuling. Nett von dir. Okay. Nichts, danke. Warum habe ich hier so ein... Achso, das ist das Neuling-Symbol. Das habe ich schon gelernt, dass es das so gibt. Ich soll Etrin berühren, der Gilde der Weitläufer einen Besuch abstatten und Paar Semontrets Erklärung zum Markt anhören. Aha. Ich, da, Weitläufer-Gilde fast... Ah, okay.
Dieses Symbol ist hier anscheinend, da muss ich hin für die Quest, ja. Fast wie zu Hause. Halt muss ich überall hin. Für fast wie zu Hause. Hier gibt es wahrscheinlich weitere Quests. Okay, laufen wir erstmal. Darf ich jetzt sprinten? Ja. Wow, ist das Sprinten enttäuschend. Bernadette hält am nach fähigen Abenteuern Ausschau. Ja, okay. Auftrag angenommen. Mit irgendwem sprechen. So, hiermit soll ich interagieren. Das ist bestimmt so ein Teleportpunkt, ne? Das sieht so aus wie so ein Teleportpunkt. Einfach so aus dem Bauch heraus. Okay, was sprichst du jetzt mit mir? Ja, bitte. Der Kristall ist ein Ätherit, in ihm fließt ätherische Energie, die du wieder an Orte gelangt. Magie des Teleports und der Rückführung. Ja, sag ich doch. Teleportpunkt. Dankeschön. Rückführung erlernt. Das heißt, hier kann ich mich jetzt irgendwie kostenlos hin teleportieren wie beim Ruhestein in WoW. Ja. Okay, das haben wir gemacht. Da vorne scheint ein Reittierhändler zu sein, ja? Ein Jokobo-Verleiher. Geht einfach mal mit dir. Hi. Ich will ein Jokobo mieten. Abenteuerfrischling kann ich meine Schütze hier nicht anvertrauen. Arschloch. Warum kriege ich kein Jokobo? Ich will auch irgendwo drauf reiten. Echt. Aber bin ich der Einzige, der von der Sprintfunktion so ein bisschen ernüchtert ist? Ich fühle mich dadurch nicht wirklich schneller. Botengang. Ja. Machen wir einfach mal. Wir machen einfach mal. Gut an FF14-Spiel, weil sie alle Quests direkt durchklicken, außer Hauptquest, die Story ist einfach zu gut. Hallöchen, Pivo! Einen wunderschönen guten Abend dir. Und schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Was macht das Leben? So, der braucht Hilfe von mir. Ja, ich mach alles. Emotes. Wenn Worte nicht ausreichen, kannst du deinem Gegenüber Emotes benutzen. Okay. Du hast hier hinten nichts verloren, du. Großer Bruder. Mit einer Verbeugung begrüßen. / verbeugen. Geht das hier? Verbeugen funktioniert nicht. Verbeugen. / Bow. Bow funktioniert. Easy. Alle Tricks aus Guild Wars 2. Funktionieren auch bei Final Fantasy. Habe ich mir doch gedacht. Hi. Das war's schon. Mein Gott, bin ich ein guter Spieler. Deine Freude gegenüber dem Typen zur Freude. / Freude. / Happy. Ja. Okay, das sah eher aus, als würde ich mich strecken, als würde ich mich freuen, aber okay. Hey, wieso hat das nicht funktioniert? Hallo, / Happy. Du drückst an und geht über deine unbändige Freude aus. Ja? Warum funktioniert das nicht? Ach komm schon. Kommandoliste. Hier sind doch bestimmt. Achso, das sind Kommandos. Gibt's hier keine Emotes irgendwie? Charakter. Soziales. Emotes. Freudentaumel. Was kann ich denn sonst noch freuen? Okay, freuen kann ich mich anscheinend nicht. Freuen. Du bist glücklich. Okay. Ich drücke meine unbändige Freude aus, ist falsch. Glücklich sein ist auch falsch. Lachen? Aufmuntern, auf geht's, Respekt, ich tue einfach alles. Komm, winken, salutieren, totlachen, Freudentaumel, trösten, beten, kussern, klatschen, anfeuern, streiche niemals, zornig, Panik. Überrascht, demütig. Was ist dein Problem? Kusshand. Warum geht das zu, wenn ich das zweimal hintereinander drücke? Was ist denn jetzt hier das Richtige?
Kann mir einer irgendwie helfen? Okay, schauen wir in den Questlog. Steht bestimmt hier. Dass du Onigi über deine unbändige Lebensfreude zum Ausdruck bringst. Das steht doch hier. Hier steht... Du drückst... Achso, ihr seht es nicht. Aber hier steht... Du drückst deine unbändige Freude aus. Dass du deine unbändige Lebensfreude zum Ausdruck bringst. Das ist doch eine Kackquest. Was willst du denn? Freuen. Freude, jetzt drücke ich nur... Aha, freudige Entzückung. Falls ihr es nicht wusstet, ja. Der Satz, du sollst deine unbändige Freude ausdrücken, ist freudige Entzückung, aber nicht deine unbändige Freude. Weird. Das ist eine weirde Quest. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Ah, tanzen. Das kriege ich hin. Slash Dance. Ja, ich habe das doch gemacht. Da steht doch auch, du drückst gegenüber am... Der wollte halt nur ein anderes Emote. Vielleicht soll ich das auch mal versuchen. Ja. Versuch du mal. Vielen Dank, du bist ziemlich gut. Abschließen. Beste Quest meines Lebens. Edele schickt dich. Einen Moment bitte. Okay. Fertig. Was auch immer ich hier machen sollte. Da sind rote Quests. Die sind bestimmt Stufe zu hoch für mich, ne? Irgendwie sowas. Dann gehe ich jetzt in meinem Amphitheater. Einfach mal da hoch, ne? Ins benachbarte Arsenal. Gucken wir mal, was da passiert. Achso, Outrun ist hier eher. Okay, die sind an Berufe gebunden. Okay. Ich habe keine Berufe. Okay, Pivo ist gleich wieder weg, weil er Werbung gesehen hat. Ach, liebe Grüße von Eva. Oh, verdammt. Ich bin bei Eva, wir schauen TV, mir geht's gut. Liebe Grüße zurück, wenn du das noch hörst. Und einen schönen Abend noch. Was auch immer ihr zwei da so treibt. Zusammen. So, wir hüpfen ein bisschen, weil hüpfen ist sexy. Aber ganz ehrlich, sehe nur ich keinen großen, aber doch, ich sehe einen minimalen Unterschied im Vergleich zwischen Laufen und Sprinten. Aber es ist irgendwie ernüchternd wenig. What the fuck? Warum sind hier so viele Herzchen? Das ist weird, das Spiel. Ja, du willst nicht gestört werden. Ich übergebe dir. Ich übergebe mich auf dich. Ja, die sollte ich dir bringen. Gegenstand übergeben. Muss schon echt ein cooler Typ sein, wenn ich das kann. Annehmen. Ja, einfach mal annehmen, ne? Nehmen einfach mal alles an. Bin ja schließlich ein guter Abenteurer. Hauptsache annehmen. So, irgendwas scheint hier zu sein. Spur einer Nachricht. Was steht denn hier? Verstreue 6 verstreutes Wildgemüse aufsammeln. 0 von 6. Sammeln wir das mal auf. Hi, Tevis. Einen wunderschönen guten Abend. Morgen ist Valentinstag, das ist richtig. Deswegen hatte ich erst überlegt, morgen zu streamen. Und dann sagte meine Frau, morgen. Und dann habe ich halt doch noch heute Abend den Stream angeworfen. Wie man das als guter Ehemann so tut. Ja? Ah, okay, das hat hier mit dem Valentinstags-Event zu tun. Okay. Ist trotzdem ein bisschen weird. Ich habe übrigens überlegt, ob wir heute Final Fantasy spielen oder ob wir heute Abend Mondneujahr in Guild Wars 2 spielen. Das steht bei mir auch noch aus. Gut möglich, dass wir eventuell am Montag oder Dienstag noch einen weiteren Stream mit mir haben, wo ich dann Mondneujahr spiele. Nur schon mal so als vorsichtiger, nicht verbindlicher Teaser. Ein nicht verbindlicher Teaser. So, laufen wir weiter. Kann ich mir jetzt eigentlich auf eine Taste legen? Das ist der Control 1 wahrscheinlich, ne? Ja. Das ist ein guter Punkt. Im Sprint. Drück auf die Main Quest, die reicht aus, um deine erste Klasse auf Max Level zu bringen. Die Side Quest nutzt man dann für andere Klassen. Aha. Also keine Side Quests machen. Na gut. Das heißt, wir
knattern jetzt nur die Story durch, ja? Was ist denn meine Story-Quest? Hat er doch gerade gesagt, die... Fast wie zu Hause. So, ich soll der Weitläufer-Gilde und der Erklärung dazu hören. Okay, das heißt, wir folgen jetzt nur der Main-Story. Machen wir mal. Ein Abend mit Final Fantasy geschenkt. Ich glaube nicht, dass meine Frau Final Fantasy-affin ist. Glaube ich. Wie lange mache ich heute noch? Ich habe gerade erst angefangen, Tevis. Also bestimmt noch, weiß ich nicht. 1,5, 2, 7 Stunden. Ja, 7 wahrscheinlich nicht, aber. Auf jeden Fall noch eine ganze Weile. So, wir laufen mal zu der Waldläufer-Gilde hier. Wo ist denn der andere Typ, der mit mir sprechen wollte? Ich sehe den hier nirgendwo. Auf der Map. Ich finde auch die Map mega hässlich. Also, to be honest, auch da Props an Guild Wars 2. Ich komme auch mit der ESO-Map nicht klar. Also, ich habe ewig gebraucht. Aber ich hab bestimmt, weiß ich nicht, 40 Spielstunden gebraucht, bis ich mit der ESO-Map klargekommen bin. Find die ganz fürchterlich. Abschließen. Aber das ist jetzt auch nicht meine Primärquest hier, ne? Ich dachte, ich muss für die Primärquest... Dann muss ich hier vielleicht rein, ne? Ah, da! Das ist Primärquest-Symbol, ja? Kurzbogen, ja, was weiß ich. Erzähl du mal, Schätzchen. Okay, ich habe hier einen Besuch abgestattet. Jetzt muss ich mir noch die Erklärung am Markt anhören. Aber wo ist denn die Erklärung am Markt? Wo ist der Markt? Da ist die Quest Pilzbefall. Ah, da, ich muss doch wieder da hoch. Fast wie zu Hause. Das ist meine Primärquest, ne? Ja, laufen wir doch wieder da hoch. Ich hätte die blaue Quest jetzt mitnehmen sollen. Ey, kannst du dich entscheiden? Herr Adventure Ape? Ja. und guten Abend, Chung Tactical Trooper. Auch eine wundervolle Person, die ich sehr, sehr lange nicht mehr hier gelesen habe. Wie geht es dir? Wo ist hier der Markt? Wo soll ich denn hier mit so einem Dude sprechen? Hallo? Da, fast wie zu Hause. Da ist der Dude, okay. Sprinte. Das sieht ja hier sehr weird aus. Das ist der Markt, okay. Märkte. Solltest du noch ein schmackhaftes Geschenk für mich haben? Ja. Ich hab mich auf dich übergeben. Luftige Teigkruste, himmlisch. Für ein Abenteuer, okay. Bevor es Monster zu erschlagen, ziehen wir heute die Fokusrüstung und Waffen in den Kampf, klar. Fertige Ausrüstung suchst du am besten auf dem Palisandermarkt. Der sich nach Süden erstreckt. Guter Ruf bei den Händlern. Arznei und Gemischtwaren. Gerade dort sind volle Händler. Braucht man das halt wirklich? Fast wie zu Hause. So, jetzt erstatte ich der Tante vom Eingang wieder Bericht, ja? Mich fängt das Antibiotika weg wegen meiner Zähne. Oh, das tut mir leid. Dann ist dieser Stream ja gleich doppelt lustig für dich. Weil ich mich dem nicht anstelle und du auf Drogen bist. Das könnte zu einem sehr, sehr lustigen Abend führen. Zwei Arten von Quest, die Hauptszenarios und die blauen. Plus, weil die neue Inhalte freischalten. Nebenaufträge, wiederholbare Sachen. Okay, ja. Machen wir bestimmt alle mal. Bin ich übrigens immer noch Level 1? Bin ich hier irgendwo mein Level? Also da unten ist eine XP-Leiste. Stufe 2. Aber bin ich Stufe 2 oder werde ich Stufe 2? Da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so sicher. Wenn ist das ziemlich langer Progress für eine Stufe? Ja, ich habe deine Reise beendet. 3 Orte. Ja, ja, hab mir die Zeit genommen. Hab ein bisschen mit denen geschnackt. Hier abschalten. Hier ist mal so eine positive Musik. Ah, okay, jetzt bin ich ein Level aufgestiegen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Stufe 3 bin oder Stufe 3 werde. Kann mir das jemand sagen? Ich bin 2, jetzt bin ich wahrscheinlich dann 3. Ist das jetzt meine Primärquest? Nein. Was ist denn meine Primärquest jetzt?
Ich habe die Story offiziell beendet. Cool. Ja. Dann habe ich Final Fantasy durchgespielt. Easy. Ah, da steht übrigens, deine Erfahrungsstufe ist auf 3 gestiegen. Okay. Ja, das Spiel durchgespielt. Ja, wo ist denn jetzt meine Hauptstory-Quest? Ich habe ja jetzt nichts mehr. Warum hast du ein RP neben deinem Namen? Bist du ein Rollenspieler? Ich bin fürchterlich lost. Ich jetzt zurück zu dem Hansel und mach die Plus-Quest, oder? Dann gehe ich zurück zu dem Hansel, bei dem ich schon war. Guck mal, das ist schon wieder so ein Mogri. Ungewöhnliche altmagische Steine alt. Was auch immer das ist. Was? Dieser kleine Kristall. Ich will keine magischen Steine von fliegenden Katzenfledermäusen kaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in irgendeinem Land illegal ist, von fliegenden Katzenwesen Steine zu kaufen. Okay. Es ist cool, dass die Rollenspieler direkt gebrandmarkt werden. Dann weiß ich, von wem ich mich fernhalten kann. Ich nehme das Ding hier mal. Weil ich bestimmt noch irgendwann mal häufiger zur Waldläufer-Gilde zurückkehren. Innerhalb einer Stadt bewegen. Läuft bald. So, dann erzähl mir nochmal was hier, Rezeptionistin. Ich bin entschlossen, Waldläufer zu werden. Hier gut überlegt. Boah, der hatte bisher auch noch kein anderes Angebot. Also, hätte jetzt einer gesagt, ja, vielleicht möchtest du Krieger werden oder so. Okay, aber ich hatte keine angeworben. Lerne ich jetzt das Bogenschießen? Noch nicht einen Mob gekloppt. Ich bin Stufe 3 und habe noch nichts gemacht in diesem Spiel, ne? Ja, du bist ja leider der Gilde. Okay. Waldläufer. Werke des Bogens. Zerschmetternde Hiebe. Erstaunlich vielfältige Waffe. Meister des Bogens. Bedenke. Aufgabe des Waldläufers. Schwachstelle finden. Erschießen. Ernsthaft. Ja. Aber auch noch kein anderes Angebot bekommen. Also. Machen wir das. E3 Baumhörnchen, Marienkäfer und Frostfungi. Also Waldpilze. Frostfungis sind Waldpilze. Nehme ich an. Ich soll keine Nebenquests machen. Ja. Ich mach trotzdem eine Nebenquest. Falls ich immer noch mal zum Markt muss. Ich muss bestimmt noch mal zum Markt. Dann mache ich das. Ich kann jetzt hier reisen, oder was? Dauert der Ladescreen fast so lange wie der Weg hierhin? Ja. War es trotzdem worth it? Bestimmt. Ich musste auf den Server Moogle gehen. Ganz, ganz schwer zu erahnen. Und zwar auf Chaos. Datencenter Chaos Welt Moogle. Nicht zu verwechseln mit Google, aber ich habe es genommen, weil es so ähnlich klingt wie. So, dann raus in die Welt. Das sind so Ladescreen-Übergänge, ja. Also auch die Welt von Final Fantasy ist halt nur so halb Open World, ja. Kämpfe. Jetzt habe ich mir den Quatsch durchlesen müsste. Hier, Baumhörnchen 1 drücken. Um 2 drücken. 2 kann nicht benutzt werden. Warum? Du führst eine physische Attacke aus. Bedingt Direktschuss bereit aktiv. Okay, Direktschuss bereit aktiv. Frage ist, wie wird Direktschuss bereit? Ah, Zusatzeffekt 20% Wahrscheinlichkeit direkt Bereitschuss aktiv. Das heißt, mit einer 20. Ich habe durch den Auto-Attack eine 20%ige Chance, dass das andere Ding triggert. Ja? Das sehe ich dann daran, dass es anfängt zu leuchten. Frage ist, wie loote ich? Weil bisher habe ich das Gefühl, meine Gegenstände, die du annehmen kannst, sind an dich gebunden. Hat das Autoloot? Weiche Tierhaut. Scheint Autoloot zu haben, das Spiel. Positiv. So, wir testen es. Wir können uns bewegen, während wir angreifen. Okay.
Also nicht das Schlimmste. Holy shit, jetzt habe ich hier so Battle-Musik, die mich an Pokémon erinnert. Ein bisschen. Steht Marienkäfer E daneben. Wenn ich E drücke, passiert nicht. Hier, da shit. Also hier voll Autoloot. Auf Spriggan. Das klingt wie das Monster aus New World. Das ist, glaube ich, auch Spriggan. Ja, so ein bisschen klingt das doch nach Pokémon, oder? Ich würde jetzt irgendein Pokémon-Fan und irgendein Final Fantasy-Fan drehen halt gerade irgendwie am Rad und hauen sich gegenseitig aufs Maul, aber also großer böser Baum. Moment, der ist Stufe 12. Oh. Mama. Okay. Kann ich dich töten? Wenn ich nur ein bisschen sprinte? Unverwundbar. Ah, Cheater. Resettet auch seine Lebenspunkte? Ja, okay. Nee, never mind. Kann ich dich töten? Hat er mich jetzt CC'd? Der Affe? Ah, Ausweichrolle! Mach was! Aua, der three-hittet mich. Auf! Er guckt auch böse. Okay, resettet er. Ich glaube nicht, dass ich den schaffe. Aber nett, dass die hier so Levels. Oh, der kommt nochmal. Kommt der nochmal? Ey, Junge! Nicht so crazy. Der hat auch Augen, ne? Was der für crazy Augen hat. Ja. Nett, dass die hier so eine Stufe 2 bei dir ins Startgebiet stellen. finde ich witzig, muss ich sagen. Es ist mein Humor. Jetzt möchte ich übrigens anmerken, dass dieser Direktschuss noch nicht wirklich viel Schaden macht, oder? Er macht 180 Schaden, oder Attackwert 180, Attackwert 200. Das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Und ja, Forstfungis sind Waldpilze. Das Verrückte ist halt, ich brauche 3 Schüsse, um die zu töten. Da ist das total und komplett egal, ob ich 3-mal die 1 drücke oder 2-mal die 1 und 1-mal die 2. Das heißt, die 2 ist einfach absolut useless in der aktuellen Situation. Finde ich crazy. So, hier. Eine Erfolgssträhne. Was ist denn eine Erfolgssträhne? Heißt das, wenn ich jetzt innerhalb von 60 Sekunden mehr Viecher töte, dass ich schneller XP bekomme, oder was? Haben wir jetzt hier Master Grind. Ich mach den Master Grind. Einfach nur die Gegner umhauen. Noch 14 Sekunden, noch 10 Sekunden. Was für einen Grund habe ich gerade? Okay, ich bin... hab ein Level Up. Deshalb ist die Zeit gesunken. Finde ich nicht fair. Und ich habe neue Fähigkeit gelernt. Und eine Attacke. Ah, okay, das ist so ein Buff, ja? Okay. Jetzt ist dieser Erfolgsbonus weg. Oh. Crazy. Jetzt bin ich ja Stufe 4, ne? Versuch nochmal den Level 12er. Der sah witzig aus. Das setzen wir auf die 1. Setzen wir es nicht auf die 1. Auf der 1 will ich den Auto. Weiß noch nicht, wo ich die hinsetze. So, holen wir es nochmal. Halte ich jetzt einfach um diesen Baum herum. Okay, der hat verfehlt. Aber der ist ziemlich schnell, der Baum. Sprinten. Aua, wie hat der mich denn getroffen? OP! Aua, er hat mich schon wieder getroffen. Kann ich irgendwie Heiltränke benutzen oder so? Aua. Das ist nicht witzig. Irgendwie hat mich geheilt. Nice. Ich weiß nicht, wovon ich geheilt wurde, aber... Ah, jetzt ist es anders gelaufen. Ich hoffe, das ist voll worth it, was die EP angeht, ja? Nee. Egal! Egal! Bisschen Heilung irgendwie von einem random Dude und easy Level 12er gekillt. Wie Level 5 wirst du kurz vor Tod automatisch geheilt? Achso.
Oh, das heißt, ich kann nicht sterben? Okay, Frage, ist es worth it, pre-Level 5 dann einfach permanent diese Level 12er Mobs zu töten und darüber zu leveln? Wir probieren das System zu juken. Ich probiere das jetzt mal, ob die mich umbringen oder nicht. Wenn ich wirklich unkillable bin, dann war das gerade überhaupt kein Erfolg. Also wir testen es. Ich dachte gerade, ich wäre skilled und so. Okay, das ist aber gerade nicht passiert. Ha! Adventure Ape hat mich umgebracht. Ja, danke. Danke. Und Baumbart hat gewonnen. Benz. Baumbart hat gewonnen. Ja, cool. Hat mir jetzt auch Zeit gespart, um hier hinzulaufen, ne? Wäre ja auch nervig gewesen. Jetzt bin ich halt... Ach, warte, stopp. Ich kann hier mit dem Ding reden und dann zu dem einen Ort teleportieren. Ich will reisen, ja. Weitläufer gehen. Okay, das System habe ich schon mal gecheckt. Super Brain Sputti. Is on the way. Ich würde sagen, ich habe das Spiel voll verstanden. Okay, ja. Bin Handfood. Mega. Okay, wo ist denn mein Handfood? Ich hab doch gerade ein Handfood bekommen. Hallo? Loot? Grad 1 Dunkelmaterie. Kann ich was machen? Nein. Der hat den Handfood aber auch nicht aufgesetzt. Wo ist mein Handfood? Hallo? Handfood? Mir wurde ein Handfood versprochen. Boah, das Inventar und Interface sieht halt auch aus wie von irgendwie 2004, ne? Ich habe auf jeden Fall keinen Handfood bekommen. Hier. Sag mir, dass ich ein geiler Waldläufer bin. Abschließen. Schitterkrill. Okay, cool. So. Der scharfe Blick, das kann ich nicht machen, weil ich die Belohnung nicht erfülle. Okay. Muss ich mindestens Level 5 sein. Das ist wahrscheinlich dann auch wieder meine Story-Quest, ja? Das heißt, ich muss jetzt erstmal Nebenquests machen. Damit ich Level 5 werde. Was? Da drauf drücken und dann... Aha. Deshalb Stufe 5. Okay. Das heißt, ich habe ein extra Inventar für Ausrüstung. Das ist ja crazy. Irgendwie hat mir gesagt, ich soll keine Nebenquests machen. Am Arsch. Also, Adventure Ape hat mich jetzt dazu gebracht, keine Nebenquests zu machen, weswegen ich jetzt nochmal zurücklaufen muss, um Nebenquests zu machen. Und hat mich dazu gebracht, von so einem Baumbart getötet zu werden. I'm not sure. Bin. Ja, hier, Brief. Ah. Gern geschehen. Aber hier steht doch Hauptszenario: nächster Auftrag, Besuch am Stummen. Das kann ich erst ab Level 5, oder? Nee, das kann ich ab Level 4. Ah, okay. Das kann ich ab Level 4. Boah, ist das verwirrend. Weil das hier rot ist. Rot dachte ich, das kann ich erst ab Level 5. Das ist. Definitiv noch nicht mein, noch nicht, noch, also nicht mein Lieblingsintro von einem MMORPG. Weil ich auch sagen muss, dass das ESO, finde ich, auch richtig kacke darin ist, das Spiel zu erklären. Wo ist denn das jetzt hier? Such am Stummen, das ist doch da unten. Warum wird mir das denn, wenn ich M drücke, nicht so cool angezeigt, oder? Ah, doch, da. Oh.
Ja, ich habe ein gesundes Misstrauen, lieber Adventure Ape, ja. An der Gelbschlangenpforte mit Bonobo sprechen, ja. Ich nehme jetzt einfach Quests an. So. Hexerstübchen, ich war noch nicht am Stuppen ein. Okay. Wo muss ich denn hin? Raus in den Wald. Dann gehen wir mal raus in den Wald. Ja, ja. Du kannst vor Level 5 nicht sterben, Sputti, sagte er. Du kannst vor Level 5 nicht sterben. Dann war ich ja doch OP, als ich den Level 12er umgeboxt habe. Siehste? Ich freue mich, wenn dann die Klassenquest ab der nächsten Stadt kommt und er die dann auch machen muss. Echt? Muss ich auch Krieger werden, oder was? Hoffentlich. Ich werde nicht gerne Krieger. Mob Grind! Woo! Und eins. Und zwei. Und drei. Boah. Hier habe ich gleich zwei Quests. Hallo, Garfield. Sei gegrüßt, Sputti. Erzähl mir was. Ich hätte gerne. Okay, was ist denn hier der Unterschied? Hier steht nur 5 Verteidigung und 10 Magieabwehr. Plus 1 Int, plus 1 Stärke, plus 1 Geschick. Das geht eher nach mir, ne? Jetzt bin ich Level 5. Richtig? Ja. Kann ich jetzt. Das gab unheimlich viel XP, möchte ich anmerken. Komische Quest. Jetzt diesen coolen Handfood aufsetzen hier. Blub. Und der hat mir neue Schuhe gegeben. Der Hut macht mich direkt mal irgendwie 60% erotischer. Geil. Annehmen. Ich finde das geil, dass ich immer Quests annehme und erst danach der Typ mir erzählt, was eigentlich meine Aufgabe ist. Okay. Hauptwaffe der Pikiniere? Nein. Sexy Kurzbogen oder ein Ahornzweig? Fragt er mich, ob ich einen Bogen oder einen Ahornzweig will. Läuft bei mir. So. Willst du jetzt von mir? Garfield braucht die Hilfe vom Abenteurer. Okay. Jetzt kommt Story. Und die ist wieder vertont, ja? Nein. Ist sie nicht. Zeit ist kostbar. Ja, Zeit ist kostbar. Darum höre ich dir nicht gerne zu. Eine höchst suspekte Gestalt treibt sich im Unterholz herum. Ixel. Ja, ich schaue mir das an. Box die. Deiner Weisheit am Ende. Gut, dass du mich konsultiert hast. Ich regel das. Hi, Tank. Ja, es gibt tatsächlich einen Final Fantasy 14 Stream. Warum sollte ich dich denn belügen, Tank? Wer wäre ich, dich zu belügen? Und den Dude hier kann ich auch nochmal anhauen, ne? Ein Paket. Siehste, eben. Gefühl, ich bin eigentlich nur so ein komischer Laufbursche. Minus Magieabwehr, mehr Verteidigung. Geht nach mir. Mach mal hier Hosenwechsel. So. Der Geschichte folgen, hat er gesagt. Einmal da hochgehen und Freund oder Feind. Machen wir das. Hier die umstehenden Sachen auch noch an. Komm. Ich bin auch so ein Nebenquest, du. Den Mogli-Stumm untersuchen, mit den Neulingen sprechen. Das soll ich nicht hauen, ne? Oh, ich habe übrigens mega viele Fähigkeiten bekommen. Beinschuss. 40% Gewicht zu. Okay, und die 3 Skiff-Biss. Das klingt schon geiler. Geht nach mir. Ein schlafender Rekrut. Steh auf. Der gerade sagt nur noch 5 Minuten, Mama. Junge, du bist hier draußen auf einem Feld eingepennt. Wenn ich hier rum und hau irgendwie noch 3 andere Rekruten. Einmal so in den Nacken oder was. Okay, die haben so ein Symbol über dem Kopf. Da muss ich die bestimmt killen, ne? Level 7. Ja.
jetzt kann ich auch die super geile Fähigkeit einsetzen. Und down he goes. Sumpf-Jason-Panzer besorgt. 1 von 4. Geil. Ein bisschen Gift drauf. Diese Aufladezeit, das erinnert mich so ein bisschen an, SWTOR. Da fand ich das schon nur so halb elegant. Geil ist das Autolooten, muss ich sagen. Und anscheinend gibt hier jeder so einen coolen Panzer mir. Was ich sehr nett finde. Ja, erzähl nicht. Mach einen Abgang. Bauen wir hier noch so einen Typen an. Puff, dann kriegst du einen Giftbiss. Wie sieht denn das hier aus mit geteilten Loot und so, wenn wir nicht in der Gruppe sind? Also kann der Hanse den jetzt noch hauen und kriegt Loot für den? Oder ist das für den gelaufen in Final Fantasy? Wie anstrengend ist es? Bisher so mittelmäßig. Also diese Dialoge durchzuklicken ist schon anstrengend. Ich habe mit Level 3 einen Level 12er platt gemacht. Das heißt, ich muss übel Skill haben. Ja. Der scheint kein Loot für mich zu haben, ja. Warum hat der jetzt ein F neben seinem Namen stehen, während die anderen vorhin ein E neben ihrem Namen stehen hatten? Ich spiele gerade zum ersten Mal Final Fantasy, ja. Absolut. Ich habe bisher noch keine Minute in diesem Spiel verbracht und auch generell noch nie in irgendeinem anderen Final Fantasy Spiel. Falls das bisher noch nicht rübergekommen ist, dann wirke ich eloquenter und intelligenter, als ich eigentlich bin. 20% Damage machen. Kann er, muss Minimum 20% Damage machen. Okay. Das scheint ein faires System. Wer sich bemüht, wird belohnt. Ich suche hier noch so einen schlafenden Hansel. Beste Rekrut. Also böse. Komische Masken, wie die aufhaben, wundert mich das nicht, dass die Rekruten gestresst sind. Nee. Das ist nicht Shame on Me. Ich habe halt nie Nintendo-Sachen gehabt in meinem Leben. Und irgendwie habe ich irgendwie Final Fantasy immer mit Nintendo oder mit PlayStation verglichen. Ich hatte auch nie PlayStation. Also wenn ich irgendwie Final Fantasy mit irgendwas verbinde, dann immer mit Nintendo und PlayStation. Und beides ist halt nicht so meins. Ich bin halt ein PC-Mensch. Weiß nicht, kann man Final Fantasy-Sachen auf dem PC spielen? Keine Ahnung. Gleich ist es Shame on Me, ja. Der Grandia-Spiel. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was Grandia ist. Noch nie von gehört. Ich war der, was ich früher gespielt habe, war Gothic. Gothic war meine Geschichte. 2 und 3. Nie 1, muss ich gestehen. Warum ich auch immer nie 1 nachgeholt habe. Machen wir erstmal den da oben fertig, ne? Die Main Quest. Und halt ein bisschen die Elder Scrolls, später Oblivion, Skyrim. Aber ansonsten, ich bin halt eigentlich nicht so der Singleplayer-Spieler. Also, wann hab ich mal Singleplayer-Spiele gespielt? Ich bin eigentlich mit Guild Wars 1 auch was. Ich hab fucking 12.000 Stunden in Guild Wars 1 und irgendwie 7.000, wenn man alle Accounts zusammenrechnet, wahrscheinlich 8.000 Stunden Guild Wars 2. Das sind 20.000 Stunden meines Lebens. Kannst du dir ausrechnen, wie viel Zeit ich für andere Spiele habe? Da kommen irgendwie noch 10.000 Stunden LOL und TFT, glaube ich, dazu. Dann ist halt, weiß ich nicht, 3 Jahre meines Lebens weg oder so. Ich sehe halt gar nicht, wann ich groß andere Spiele gespielt hätte. Ich habe dann halt jetzt SWTOR, ne, mit einem Charakter durchgespielt und dann halt nochmal, ne, mit einem Let's Play-Charakter so ein bisschen. ESO habe ich jetzt ein bisschen mehr gespielt. Black Desert, Arc Age, alles halt so, ne, mal gespielt. Aber Final Fantasy XIV ist bisher immer an mir vorbeigegangen. Okay, da liegt ein magisches Schwert. Ja. Der Baumbart macht mir da schon wieder... Kollege! Jetzt kann ich dich auch krüppeln, ne? Mega OP bin ich. Okay, anscheinend reicht das mit dem Krüppeln nicht. Ich hab dir doch 60% Gewicht hinzugefügt. Das klingt so crazy, wenn man das so sagt. Sprint ich von dir weg? Kalter Profi. Ist hier so ein Direktschuss ins Gesicht? Nochmal ein bisschen Gift auf dich. Wahrscheinlich stirbst du jetzt schon slowly but steady an dem Gift. Aber wie easy ich den Level 12er wegkite. Profispieler. Absoluter Profispieler. So, dieser komische Ast, der hier als Schwert bezeichnet wird,
Nun beginnt ein Instanzkampf. Lies dir den Tutorial-Text durch, gut durch. Ja, I don't care. So, Text gelesen. Was ist jetzt passiert? Ich bin nicht so... Jetzt ist ein Instanzkampf. Wo? Ein Instanzkampf. Nun beginnt ein Instanzkampf. Aber meine Stufe... Okay, ja. Hab ich da vorhin auf Nein gedrückt bestimmt, ne? Ja, ist okay. Das passiert, wenn man keine Questtexte liest. Ja, man klickt halt einfach. Ja, nein, vielleicht gegen Geld. Bin schon dabei. Da-da-da-da. Irgendwas raschelt in den Bäumen. Ich hab zwar keinen... Hey, da ist uns jemand zuvorgekommen. Es spricht! Was bist du? Ach du meine Güte. Da steckt ein Schwert drin? Ja, hast du gut erkannt. Sowas bringt schnell Ärger. Als wir mal mit einem Luftschiff abgestürzt sind, wurden wir von einem riesigen Baumschrei... Ist das vielleicht unsere verdächtige Gestalt? Das war natürlich mal wieder Papa Limos Schuld. Aber der Stab verschlucken, als seine Fehler einzugestehen. Warum redet die denn noch? Kuplukop, kennst du ihn etwa? Wir sind in derselben Kutsche gefahren, Kupo. Erinnerst du dich? Ja. Nur weil ich muss. Das vergisst du ja nicht. Warum hat dieses Kind so eine Brille auf? Wie sind die Werte? Genau wie vorhin. Auch hier wurde der... Okay, Ether gestört. Ja, ich laufe halt rum und töte. Wenn Kuplo recht hat, Sachen. Und du unschuldig bist, wer könnte dann der Übel? Leicht das Schwert. Seit der Katastrophe vor 5 Jahren ist der Wald der kleinste Wirbel. Ja, ist okay. Find schön, schon, dass es vertont ist. Sowas. Find ich gut. Fällt mir besser als. Oh, guck mal da. Baummonster. Er ist bestimmt sauer, weil ich seinen Bruder gerade getötet habe. Oh, das sind viele Baummonster. Hi. Uns bleibt wohl keine Wahl. Sind die eigentlich gar nicht böse? Die hat Schlagringe gegen einen fucking Baum. Die haut damit auf die Rinde und der lacht sich doch kaputt. Ha! Uff. Aber gut, auf der anderen Seite, ich schieße mit einem Holzpfeil in ihn rein. Ja, ich schlag zu. Rasende Eichen und eine rasende Ulme. Okay, anscheinend machen die, der reizbare Taumaturg und die Faustkämpferin auch Damage. Das ist schon mal positiv, möchte ich anmerken. Jetzt auf die alle mal so Gift einfach draufknallen, ne? Du machst Gift und du kriegst Gift und du kriegst Gift und ihr alle kriegt Gift. Hat er die Eiche gewonnen, hittet? Krasser Typ. Die tankt, der macht Damage. Kann ich hier so ein bisschen chillen, ne? Ah! Wo kommt ihr denn her? Das ist die Eiche. Der gebe ich direkt mal Gift mit. Und dann sind hier noch so Knospen. Guck mal, einer von denen heilt auch. Das ist ja nett. Ich kümmere mich einfach um den Kleinen. Ich kann ja eh nicht viel helfen bei der Runde. Ich glaube, die Spieler sind die eigentlich Bösen im Spiel. Ja, das wird sein. Benz hat auch noch keine Minute in diesem Spiel verbracht, aber hat das Spiel schon analysiert. Smarter. Smarter Dude. Das ist mein Benz. Ja. Es gibt doch nicht die Dialoge, der war gerade voll mit Story. Ja, ich hab's ja nicht komplett geskippt. Wir haben halt so ein bisschen erzählt vor 5 Jahren. Böses Unglück, alle traurig. Untersuchen den Wald. Wald böse. Wer daran schuld ist, nicht so ganz klar. Ich vielleicht. Jetzt greifen die Bäume an.
stellt sich heraus, mein Körper fühlt sich schwer an, ja, ist okay. Stellt sich heraus, ich bin eigentlich doch kein Böser. Also ich finde das, ich finde die Geschichtenerzählung bisher sehr langatmig. Weiß aber nicht, ob das tatsächlich in anderen... Also ich fand es in ESO letztens nicht ganz so schlimm. Ja komm ey, du bist Level 12. Kannst auch immer mal umkippen. Wieder ein Level up. Spielinhalt beendet. Habe ich jetzt das Spiel durchgespielt? Steht da so lustig. Spielinhalt beendet. Baumbar traurig. Hm. Aram Reborn ist halt pures Worldbuilding. Ja, aber auch sehr langsam, Vance. Auch sehr langsam. Und damit guten Abend, der Herr. Und beeindruckend, Adventure Ape, dass du in Path of Exile und 4 Dutzend MMOs nochmal hunderte Stunden erledigt hast. Zieh ich meinen Hut vor. Wirklich. Das ist schon ein bisschen wenig GW2. Ja, ja, Ready Layer 1 ist sehr wenig GW2. Hör hin. Oh, jetzt kommt das schon wieder. Denk nach. Er ist halt schon ein bisschen strange. Ist das die 7. Katastrophe, ja? Mittendrin. Träger des Kristalls. Jo. Höre Heidelins Ruf. Das ist die Welt, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Klingt nach einem Job für mich. Darauf Elbrunn. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Okay. Damit habe ich also jetzt so ungefähr mein Story-Ziel, ja? Lichtkristalle finden. Elbrunn plus. Nice, Ori. Das Licht nice. Ruht in dir. Nein, Tang. Ich genieße die Cutscene. Jeder andere auch. Oder komische Menschen um mich herumfliegen mit Schweif hinten dran. Oh, jetzt fliege ich selber. Da ist jetzt so ein bisschen was Super Saiyajin-mäßiges. Nur, dass ich jetzt so einen geilen Hut aufhabe. Geh nun, mein Kind, und lasse die Welt in Glanz erstrahlen. Ich soll doch nicht so komplett in das Licht reingucken, ne? Das ist echt hell. In meinem Monitor. Da bin ich gerade ein bisschen geblendet worden. Da ist der Mogli wieder. Ei. Die anderen beiden bestimmt auch.
mich rumgestanden haben. Der Äther ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Du bist einfach umgekippt. Und ich muss halt sagen, ne? Zu so einem kleinen Körper passt so eine tiefe Stimme nicht. Hm? Das ist ein bisschen weird. Haben wir hier? Eine Mischung aus Tengu und Char. Das war kein gewöhnlicher Ixal, sondern ein Häupt. Er hat sich ganz schön weit vorgewagt. Vielleicht wurde er da... Aha. Hier ist ein Papalimo. Wir haben wie fühlst du dich? Gefunden. Besser? Ein Ixal-Häuptling. Ja, wir werden Esumiano. Ein großer Kristall? Ida? Siehst? Frech mich. Hm. Ich hätte es mir auch nicht geglaubt. Verstanden. Ich melde mich wieder. Kuplokop, bitte berichte Esumian, was... Klaro, Kupo! Okay. Tschüss. Wir müssen weiter. Pass auf... Jo! Haut rein, ihr zwei. Trifft man die nochmal wieder? Ich hoffe. Also er ist ein bisschen komisch, aber sie haut halt mit Schlagring. Ach ja, das Schwert könnte wichtige Hinweise... Warum überlassen die mir das Schwert? Die kennen mich doch gar nicht. Halt mal. Glaubst du, der Abenteurer konnte Kuplokop sehen? Das fragt ihr euch erst jetzt? Na, das fällt dir ja früh auf. Ja, danke. Ich hatte zumindest den Eindruck. Du hattest den Eindruck? Na, darauf ist der... Papaliamo. Ida. Okay, ich kenne zumindest euren Namen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich nochmal vorkommen. Ja, ich konnte das auch als spielbare Rasse auswählen. Hi. Cooles Tier. Du tanzt hier bestimmt nicht aus Spaß, Vance. Ist das mein Vance? Ich bin überfordert. Wo nehme ich denn Freundesanfragen an? Z ist immer Freundes... Ne, okay, ist nicht die Freundesliste. Charakterinventar, Arsenal, Schlüsselgegenstände, Timer, Bestinarium, Karte, Kontakte, oh. Gruppe, Freunde, Wanderer. In Gruppe einladen. Freundesanfrage annehmen. Was für ein doofer Name, Vance. Ich will es nur anmerken, dass ich den Namen Laurenti. Aha. Aber du hast ein schönes Tier. Emote. Ich bin frustriert, weil ich das nicht habe. Verrückt. Okay, laufen wir zurück zu dem Ort, von dem wir gekommen sind. Und weg von Vance. Man braucht halt einen Doppelnamen. Ja, ich weiß, ne? Siehe meinen kreativen Erguss, wenn es darum geht, mir einen Namen für einen Waldläufer zu überlegen. Ich würde sagen, das ist maximal kreativ gewesen. Da musste ich schon ganz, ganz tief in meine Namenstrickkiste greifen. Oh, was hätte ich da noch machen müssen? Schwert aus dem Mogi-Stummen ziehen. Das sollte ich vielleicht zuerst machen, bevor ich zurücklaufe. Kannst du fliegen? Ja, du kannst auf so einem Ding fliegen. Wird. Er muss aber jetzt ein bisschen posen im Livestream. Der Herr Vance hat ja sonst nicht viel. Dann holt er jetzt alles raus, was er rausholen kann an Getier. Okay. Und jetzt zurücklaufen. Vor allem nichts zu tun. Ja, das tut mir leid. Weiß nicht, es ist Samstagabend in Corona-Zeiten. Und dann nimm was. Geh in eine Bar in Final Fantasy und betrink dich. Oder was man halt so macht. Oder lass dir von Adventure Ape ein anderes, neues MMORPG empfehlen. Komm, Adventure Ape, hau mal raus. Wo verbringst du gerade deine Zeit? Da ja dein Final Fantasy-Abo nicht läuft. Erzähle uns, was man so heutzutage machen kann, was wir alle nicht im Blick haben. Hier uns zu trainieren? Nee.
Irgendwie hier, um dir Panzer zu geben. Gebratene Pipira. Routine plus 3%. Das XP, ne? Okay, es gibt alles. Ne, das gibt nicht. Okay. Das dauert 30 Minuten. Das dauert 30 Minuten. Institution Schnelligkeit ist wahrscheinlich besser. Junge, leuchte nicht so viel. So. Dann haben wir die Neulingsquest, Stufe 7. Jetzt bin ich wieder da. Da geht dir das Schwert. Gucken wir mal weiter. Der Exal. Das ist ein Exal-Schwert, ein Zeremonialschwert. Haben die nur vor? Das ist eine gute Frage. Drei Personen mit Messgeräten. Ida und Papaliamo. Ja, hab ich. Okay. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Also dieses Questgeräusch, wenn man, dieses Geräusch, wenn man halt eine Quest abgibt, hat schon was unheimlich Rewardendes, ne? Muss man echt sagen. Wir brauchen Stechmücken-Eierbeutel. Für die Erforschung einer Krankheit. Ja. Wäre ja auch langweilig gewesen, wenn ich zwischendurch auch einfach Mobs killen müsste. Mückeneier. Habe ich Fragen? Nö. Das meiste hat mir Adventure Ape vorhin beantwortet, als es darum ging, wieso Loot aufgeteilt wird zwischen Menschen. 20% Damage machen. Geht, glaube ich, ganz gut. Gibt es im Shop Charakterboost, damit ich theoretisch direkt ins Endgame kommen kann? Stimmt, ne? Jetzt nicht in jedem Spiel. Was schön. Irgendwie, mein Chat ist voller Final Fantasy Pros. Hat hier irgendwer in meinem Chat eigentlich nicht Final Fantasy gespielt? Außer Benz und mir, natürlich. Und Benz weiß ich ja, dass er nicht so aktiv hier unterwegs ist. Ah! Bis zum Anfang des letzten Addons. Shadowbringers musst du selber noch spielen. Okay, Ori hat auch noch nicht Final Fantasy gespielt. Sehr gut. Das ist dann doch beruhigend. Ja, Gravity. Ich dachte halt wirklich, ich würde, also dadurch, dass halt ganz viele aus unserer alten Guild Wars 2 Clique Final Fantasy spielen. Roka, Vance, Fischl, Fashion Fuchs. Eigentlich haben ja alle, im Prinzip alle außer mir, haben ja dann mit Final Fantasy angefangen. Habe ich halt auch gedacht, dass mein Chat tatsächlich Final Fantasy affiner wäre. Oh, das brachte mir jetzt 4000 XP. Krass. War jetzt nicht so eine richtig harte Herausforderung. Mess Ausrüstung zurückholst. Okay. Kann ich machen. Müssen wir denn da hin? Wo ist denn die Messausrüstung? Ich finde diese Map kompliziert. Zorn der Mütter. Was ist das? Ist das so ein Welt-Event? Oder sowas? Fliegendes Verderben, Stufe 34. Gefühl, da sollte ich nicht hinlaufen jetzt. Oh, ich mache noch eine Weile, glaube ich. Also bestimmt noch so ein Stündchen. Würde ich, glaube ich, schon noch machen. Da unten. Okay, also zu dem Event Stufe 8. Versuchen wir mal unser Glück. Ein dynamisches Event, ja. Okay. Ich mag dynamische Events. Mal gucken, ob ich da mitmischen kann. Bist du, ja, immer. Komm her, Schnuckelchen. I call you maybe über Discord. So wie wir es immer tun, starte ich einen Anruf. Und du hörst zu. Hör dich ja, allerdings nicht. Sag was. Ich hör dich jetzt gerade zweimal. Das ist verrückt, das will niemand. Ich entschuldige mich dafür, dass du das zweimal hören musst.
muss ich denn hier bei diesem lustigen Event machen? Da sind so Kugeln. Oh, anormale Wasserhexagon. Das ist einfach töten oder was? Genau, da musst du dann quasi einfach das angreifen. Es gibt davon unterschiedliche, manchmal musst du halt Sachen aufsammeln. Oh, der tut weh. Der ist auch Stufe 8. Also es ist eigentlich für mich. Bin auch Stufe 8! Also das, wo du gerade bist, ist quasi so ein Boss-Fate. Das geht dann halt darum, dass du einen Boss tötest, deswegen ist der ein bisschen stärker. Da ist ein Kaktus durch mein Bild gelaufen. Ja, und das ist ein Mount. Okay, du one-hittest den jetzt einfach, ja? Nee, das kann ich nicht, weil ich zu hoch bin, müsste ich auch auf Stufe 8 runtergehen. Das heißt, es hat auch ein dynamisches Skalierungssystem. Jein, also du musst sagen, dass du skalieren willst. Ah, und das willst du nicht. Ich gebe dir jetzt gerade einfach mal so ein Schild. Du heilst mich einfach und ich one-on-one den, das ist easy. Gib mir übrigens mal ganz kurz Feedback im Chat, weil ich glaube, Vance ist leiser als Final Fantasy, ne? Wenn das nämlich der Fall ist, muss ich eventuell das Spiel ein bisschen leiser und Vance ein bisschen lauter machen. Ich kann mal schauen, ob ich noch was zum Leveln habe. Also ich würde jetzt übrigens Ori nicht sagen, dass das so ein typischer Asia-MMO-Stil ist. Das ist halt so ein also nochmal irgendwie ein bisschen krasser, finde ich, als so typisch Asia. Das ist halt schon so ein bisschen JRPG, das ist halt bunt, quietschig, verrückt. Das verbinde ich jetzt nicht unbedingt. Warum hast du kein Leben mehr? Ich war gerade auf einer anderen Klasse. Ah ja, natürlich. Und das kannst du auch hier immer dynamisch wechseln, wenn du. Ja, das weiß ich. So viel habe ich dann schon im Laufe meiner MMO-Zeit mitbekommen, ja. Ich finde es süß, dass du das nochmal erklärst, Vance. Na, wer weiß. Für die Leute im Chat, die das noch nie gehört haben, Vance, was ist das? Und warum kannst du das? Final Fantasy arbeitet halt damit, dass du mit einem Charakter quasi alles freischalten kannst. Also im Vergleich zum Beispiel zu Guild Wars 2 oder WoW hast du deine Klasse, den Magier, den Waldläufer, den Krieger, nicht fest an den Charakter gebunden, sondern du machst das hier über Waffen und über Jobkristalle. Ich glaube, du hast als Waldläufer am Anfang noch keinen Jobkristall. Du kriegst dann später einen für deine Spezialisierung. Du, ich glaube, auf Stufe 30 freischaltest. Und dann, ja, kannst du halt wechseln. Ich bin jetzt gerade auf einem Heiler und wenn jetzt irgendwie Bedarf in der Gruppe wäre, könnte ich auch auf einen Tank wechseln. Das ist ja smart. So hast du nie das Problem, dass dir eine bestimmte Rolle fehlt. Genau. Jetzt aber nicht so viel EP gebracht, wie ich mir erhofft habe. Weiß nicht, dafür, dass ich gerade vier Insekten gestreichelt habe, habe ich... Was du hier machen kannst, siehst du die Gegner mit diesem gelben Halbkreisen über der Rübe? Der Münze, ja, habe ich sie vorhin gekauft. Das ist quasi für dein Jagd-Logbuch. Wenn du davon drei Stück tötest, dann kriegst du nochmal extra EP. Aha. Wenn du auf B drückst, dann öffnet sich das. Das habe ich ja das beste Szenario mehr, das habe ich gerade schon kennengelernt. Marienkäfer, genau, ja. Baumhörnchen, Frost, Fungus. Genau, Tier muss ich davon übrigens unboxen. Du Lüger, du. Ja, ich denke die kurz. Boah, jetzt one-hittet er die einfach. OP, unfair. Ich schau gerade mal. Ich hab noch irgendwas. Ich muss jetzt hier so Messzeug. Warframe ist ein halbes Jahr jünger als Guild Wars 2. Ja, Warframe kam auch 2012 oder sowas raus, ne? Also ja, das ist auch schon uralt. Wurde aber auch erst so richtig bekannt und groß viel, viel später. War das auch brav, bis ich meine 20% Damage gemacht habe und dann haust du drauf, ne? Das ist voll smart von dir. Bei den Mobs ist es sogar egal. Also, ich wurde vorhin gesagt, ich muss 20% Damage machen für... Bei den Fates ist es, glaube ich, so 20%. Ich weiß, eigentlich sollte es auch so gehen. Okay. So habe ich nämlich meinen Blaumagier gelevelt. Ich bin quasi in einem Stufe 80er hinterhergelaufen, habe den Mob gepullt und einmal draufgehauen und dann habe ich die Erfahrungspunkte gekriegt. Ja, die,
die Jobs, die du hast, musst du alle getrennt leveln. Das heißt, ich fange dann auch wieder quasi bei Level 1 an, egal wie viel weitläufig ich gespielt habe. Jein. Also es gibt mit im Verlauf der Add-on schaltest du weitere Jobs frei. Manche also davon beginnen schon auf einer höheren Klasse oder auf genau. einer Stufe oder was? Ja. Mhm. Mit Heaven's Ward ist es glaube ich Stufe 30, mit Stormblood ist es Stufe 50 und mit Shadowbringers jetzt ist es Stufe 60. Oh, dann die halt. Zwei neuen Klassen schalten jetzt schon Stufe 70. Mein Gott! Genau, ich vermute mal, dass das auf Stufe 70 dann sein wird. Das Schöne ist, Vance hatte die Infos dazu von mir. Weiß nicht, ob du die von mir hattest, aber du hast meine gelesen. Nee, ich hab's in der Nacht geschaut. Echt, du warst so ein Nerd, der die Nacht durchgeschaut hat? Nee, ich war dann nicht mehr so lange auf, dass ich mir dann hinterher noch den Developer-Talk angeschaut habe. Ja, du hast die Infos nicht von. Oder hast du trotzdem gelesen? Ich hab nur. Genau, ich hab's trotzdem gelesen. Oh, ich hab, umso süßer. Ich war quasi nur bis halb fünf wach. Und dann bin ich bei dir. Ja, da bin ich auch immer. Theoretisch, wie gerne läufst du herum? Was ist das denn für eine Frage? So mittel gerne. Könnte dich, warte mal, in die Gruppe einladen. Ins Endgame teleportieren. Das kann ich nicht. Wenn du jetzt. Hast du einen riesigen Sternwal? Ja, wenn du jetzt mit rechts auf mich draufklickst. Tandem reiten! Auf meinen, genau, ja. Und dann kann ich dich hier durch die Gegend chauffieren. Du musst mir halt nur ungefähr sagen, wo du hin musst. Rechts. In die Richtung Stück. Noch ein Stück rechts. Ja, und jetzt geradeaus. Und einmal um das Haus herum. Ah, ja. Nee, in das Haus rein. Wie steige ich ab? Entweder kannst du dann nochmal mit Rechtsklick oder ich steig. Oder ich schmeiß dich quasi runter. Das ist nicht gut, dass du mich runterschmeißt. Das zerstört unsere Beziehung. Ja, wir nehmen. Warte mal. Hä? Alle Klassen Krieger ab Stufe 8. Ich bin aber kein Krieger, oder? Achso, ich bin eine Kriegerklasse, ne? Doch. Ist ja, genau. Total dumm, wenn ich das. Also, das andere hat mehr Verteidigung und Magieabwehr. Und ist eigentlich immer besser. Also, wenn das eine hat nur plus 1 Stärke. Bei Bonus? Ja, plus 1 Stärke, plus 1 Geschick. Genau, ja. Int und Willenskraft. Aber wieso hat denn die Magierrüstung mehr Verteidigung und Magieabwehr als die Kriegerrüstung? Das ist ein Item, was quasi auch deinen Kopfslot besitzt. Und die andere Kriegerrüstung ist es nicht. Aha. Das Konzept haben sie aber irgendwann sein lassen. Zum Glück. Klingt für mich jetzt halt auch nicht sinnig, dass eine Magierrüstung geiler für mich wäre als. Nein. Ja. Ich nehme trotzdem die Kriegerrüstung aus. Ich bin halt ein Krieger. Leib und Seele. Ich mache Jagd auf Anolis und ein Anolis-Eis. Markt-Eis. Tür hier schon aufgemacht, sehr nett von dir. Ich muss jetzt noch weiter nach Westen. So chauffiere er mich. Okay. Ich meine, du hast einen riesigen Sternwal. Mhm. Warte, ich komme zu dir. Sieht schon sexy aus, das Ding. Kannst du das so kriegen oder musstest du dafür blechen? Das hier ist ein Shop-Item. Das sieht auch so aus. Aber auch. es gibt im Spiel auch Tandem-Mounts, die du dir erfarmen kannst. Die sind dann meistens hinter dem Savage. Setzen. Nein, nicht automatisch verfolgen. Wie komme ich denn hier runter? Ach, ist egal. Ah! Weißt du, was mir fehlt? Die Dodge-Roll. Ja. Das ist. Man kann halt über Guild Wars 2 sagen, was man will, aber die Dodge Roll ist halt schon echt sexy. Oder ist ein Alpha? Wie würde das? Stirb. Ich geh mal wieder auf. Das Feueraktiv, was macht denn das hier? Chakra, du generierst deine Lebenspunkte. Achso, okay. Ich habe jetzt also Safe Heal, ja? Das ist hier also auch drin. Genau so ein bisschen. Aber das ist nicht wirklich viel. Also du bist trotzdem auf einen Heiler angewiesen. Wie das Spiel den fliegenden Wal erklärt.
Ich meine, du hast hier fliegende Fledermauskatzen. Ja. Da ist es halt bis zum Wahl auch nicht mehr so weit. Also da sehe ich nicht das Problem. Das Spiel erklärt es so: Indigo-Wal. Herden dieses riesigen Säugers durchstreifen die Tiefen der Rubinsee tausende Malme weit auf der Suche nach Futter. Warum sie sich auf die See beschränken, obwohl sie Äther unterstützt fliegen können, ist ein Rätsel, das die Gelehrten bis heute beschäftigt. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, dein Wal beschränkt sich ja nicht nur auf die See. Nee, das stimmt. Der hat ja schon andere Vorstellungen. Okay, das war's. Jetzt muss ich nur noch ein Ei klauen. Ist hier irgendwo ein Ei? Da. Ein Ei. Oh, ich habe alle drei gepult. Cool! Vance hätte jetzt geschrieben Big Pull und wer hätte noch fünf mehr geholt. Oh, ich habe noch fünf mehr. Du hast noch fünf mehr geholt. Wo gehen die alle hin? Was hast du getan? Ich bin einfach nur die Klippe runtergesprungen. Warum laufen die jetzt alle nach oben und springen? Das war irgendwie nicht so richtig logisches Partying, wenn ich das anmerken darf. Nee, irgendwie nicht. Das sind ziemlich viele Telegrafen in kurzer Zeit. Doch, ja. Also ich vermute, ohne dich wäre ich gestorben an der Stelle. Mit so irgendwie 10 von den Viechern. Ich sehe aber gerade, wenn ich in deiner Gruppe bin und du Sachen tötest, kriegst du dafür keine EP. Keine EP? Dann gehe ich erstmal wieder raus. Hau ab! Lass mich trotzdem chauffieren. Das geht nur, wenn du in meiner Gruppe bist. Achso, dann chauffiere mich halt nicht. Laufe ich halt wieder. Also Tandemreiten geht nur in der Gruppe. Ja. Genau. Okay. Das ist weird. Gibt's auch Gilden? Ja. Alles andere wäre komisch. Ja, das ist auch so ein Punkt. Itembeschreibungen sind in den Sprachen ganz unterschiedlich. Und meistens ist die englische Beschreibung ziemlich gemein. Gegenüber der kleinen Rasse, die du da vorhin in der Videosequenz gesehen hast. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, wer das hier sein könnte. Warum zur Hölle hat Leo einen Panzer? Was ist los mit euch? Das ist auch ein Shop-Item. Bitte sag mir, dass das ein Shop-Item ist. Nee. Das ist ein Item, was in die Lore eingebunden ist. Ja, natürlich. Panzer. Panzer in der Lore. Ergibt Sinn, ja. Hallo, Leo. Ich grüße dich. Ein fatales Ereignis geschieht ganz in meiner Nähe. Naja, das ist hier oben so ein Fate. Ja, hab schon ein paar davon gemacht. So, habt ihr Bericht erstattet? Jetzt soll ich wieder zurück zum Stummen. Biete Leo meine Freundschaft an. Das klingt halt auch so großartig irgendwie. Die Freundschaft anbieten. Das ist an sich auch so eine Schwäche von Final Fantasy. Wenn du jemanden als Freund hinzufügen willst, muss er A, sich auf deinem Server befinden. Und er muss online sein. Und aber das soll ja gar nicht mehr so wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob das aufgehoben wird, aber es soll ja jetzt mit Endwalker auch nicht mehr diese Serverbeschränkungen geben. Ich glaube, das bezieht sich eher darauf, dass du dann alle Datenzentren quasi besuchen kannst. Aktuell bist du halt daran gebunden, Chaos oder Licht. Genau, das meine ich ja. Genau, aber soweit ich weiß, haben sie noch nichts dazu gesagt, ob dieses generell das UI ist irgendwie und so ein paar Menüführungen sind irgendwie, habe ich das Gefühl, immer bei japanischen Spielen ein bisschen komisch. Echt? Hast du das Gefühl? Ja, weil wie gesagt, du musst halt online sein, auf der Welt von dem Typen sein und der Typ, den du hinzufügen willst, darf nicht gerade in einem Inhalt sein. Also wie der Baumstumpf, den du da vorhin betreten hast. Okay. Das heißt, man muss sich eigentlich schon außerhalb des... Man muss sich eigentlich quasi schon verabreden, um eine Freundschaft abzuschließen. Ja. Okay. Ich hole mir hier Bücher einträge. Ich bin so ein Completionist-Guy. Ich weiß gar nicht, nö, meine habe ich nicht fertig gemacht. Ich muss Forstfungus, Fungi töten. Ja. Okay, sobald das als Symbol weg ist, achso, Eintrag vollständig, ja. Mhm. Das ergibt Sinn. Dass du nicht flüstern kannst, wenn jemand in einem Inhalt ist. Echt? Das geht auch nicht. Ja,
Das ist halt auch sowas. Oh, aber dafür gibt es sogenannte Kontaktkreise, wo du halt Leute in so einen Chatroom im Spiel einladen kannst. Und dann geht es doch irgendwie. Ja, klar. Das klingt total sinnig. Also man merkt, dass so manche Geschichten doch schon sehr in die Jahre gekommen sind und wahrscheinlich heute nicht mehr so gemacht würden. Wenn jetzt geht mein... Achso, da geht man das weiter bei Garfield. So. Garfield möchte dich beauftragen, den Geisterkerker auszukundschaften. Das ist wieder so ein instanziertes Ding gleich, oder was? Das könnte so sein. Obhut den ersten beides. Dungeon kriegst du bei Stufe 12. Okay. Ja, das kriegen wir heute noch hin. 15. Das ist easy. Und du musst halt dafür auch in der Story weit genug sein. Ah. Dein Revier endet hier. Erfolg erlangt. Bei Final Fantasy ist das meiste halt hinter der Story gelockt. Okay, was soll ich jetzt machen? Mit Alestan sprechen? Nee, das ist gar nicht. Doch, Spuk im Geisterkerker. Da unten. Hier. Wie in den Geisterkerk. Ah ja, das Ding. Das ist was? Nö. Ist halt ein Gebiet hier auf der Karte. Ja. Sieht so aus, ne? Ich flieg dann schon mal vor. Und sonst, was macht man in dem Spiel, wenn man alles erreicht hat? Es gibt sehr viel zu tun. Also, es ist wirklich... Ich verbringe aktuell meine Zeit damit zu raiden. Dafür hast du aber Samstagabend wenig zu tun. Ja, unsere Tage sind Montag, Dienstag und Sonntag. Also 3 Tage hintereinander. Das würde mich schon nerven. Ja, aber mit 2 Gruppen. Also es ist nicht... Ah ja. Montag und Dienstag ist die gleiche Gruppe und Sonntag ist eine andere Gruppe. Also Tank sagt gerade 15. 15, ja, genau. Daily Roulette, was auch immer das Daily Roulette ist. Genau, das sind quasi so tägliche Dungeons, für die du extra Belohnungspunkte kriegst. Ah ja, für die ich extra Belohnung kriege. Ja, so habe ich meinen Twink in ESO gelevelt. Nur über einmal Daily Dungeons. Ja, genau. Schwarzmoloch habe ich kennengelernt, sehr gut. Diese Baumbarts hier schon Stufe 17, das wird ja immer verrückter. Mhm. Was ist los ja, mit euch? Je nachdem, wo du hingehst, steigt die Stufe ziemlich stark an. Ich glaube, links auf der Karte ist auch irgendwie ein 30er Gebiet aufwärts. Ja, da ist auch das Event ist da auch Stufe 31. Dieses random Dynamic-Ding da. So. Und du bist auch so ein bisschen Silvari. Du bist ein Sprout. Ja, immer. Ein Pflänzchen, da neben deinem Namen. Das ist quasi ja, ich weiß, das ist das Anfängersymbol. Das ist, haha, du bist ein Noob-Brand. Das ist aber gar nicht so schlecht. Die Leute sind sehr viel netter gegenüber solchen Leuten. Aber kriege ich das, weil das mein erster Charakter ist, oder kriege ich das immer mit Low-Level-Charakteren? Das kriegst du auf jedem Charakter bis zu einem bestimmten Level. Ja, dann sehe ich ja nur das Level und weiß jetzt schon, ob der ein Noob ist oder nicht. Brauche ich doch nicht noch irgendwie diese Brandmarkung. Nur am Level siehst du es nicht unbedingt, weil wenn du einen neuen Job anfängst... Achso, neuen... Ah, das macht Sinn, ja. Hallo, Jora, einen wunderschönen guten Abend und schön, dass du dich noch hierhin verirrt hast. Hallöchen. Ja, es ist quasi, die Leute verzeihen einem deutlich mehr, wenn du in einem Dungeon bist oder so. Mit wie lange habe ich das Pflänzchen? Das hast du bis du... Ich glaube, es sind entweder... Ich weiß nicht, ob es entweder und ist gerade. Es ist 200 Stunden und oder du musst die Story des aktuellen Add-ons erreicht haben. 200 Stunden, ja, easy. Neues Stream-Projekt. Bis nächste Woche Mittwoch. Ja. Das Pflänzchen wegbekommen. So, ich habe die Druiden gerettet. Das heißt, du kannst auch eine ganze Menge Jobs auf Max-Level haben und immer noch das Pflänzchen haben. Ja. Crazy. Wie levelt man am schnellsten? Außer 80ern hinterherlaufen? Also auf die so bis Stufe 20 geht es am schnellsten mit dem Bestiarium und
Fates und du schaltest dann irgendwann auch noch so Mini-Missionen frei auf Stufe 10, nennen sich Gildengeheiße. Und dann ist es eigentlich Dungeons. Ja, war jetzt so eine mysteriöse Stimme, das war leider nicht vertont. Ich habe es einfach weggeklickt, weil ich dachte, was soll das schon sein? Aber der hat anscheinend mir einen riesigen Steintypen auf den Hals gesetzt. Jetzt die nächste Frage, was ich nicht so ganz verstehe. Mhm. Die Quest sagt, ich muss hier für mindestens Level X sein. Und wenn ich dann in diese Mission gehe, werde ich auf 13 hochskaliert. Warum? Wenn ich diese Mission noch ab Level 8 spielen kann, dann reicht's doch, wenn ich Level 8 bin. Warum skaliert mich das auf 13 hoch? Du bist ja jetzt auch gerade auf 10. Das ist quasi, wenn du in eine Mission gehst und meinetwegen Stufe 20 bist, dann wirst du auf 13 runtergesetzt. Also 13 ist das Maximum, das du da drin haben kannst. Du kannst aber auch schon ein niedrigeres Level haben. Okay. Da stand, ich werde auf 13 zurückgesetzt. Hoch oder so. Finde ich weird. Jetzt einfach meinem Level anpassen. Kann nicht wahr sein, niemand darf dem Golem das Leben geben, das ich ihm gegeben habe, ja. Mach ich aber. dann, ja. Spielen halt beendet. Aber ich will doch wissen, wer der mysteriöse Dude war. Jag ich den jetzt nicht? Doch. Vielleicht kriegst du das in der späteren Story noch geliefert. Wird übrigens gemeckert, dass du die Story abgeschlossen haben musst, um das Pflänzchen loszuwerden. Dass der Golem besiegt werden konnte. Dieser Mann ist kein gewöhnlicher Abenteurer. Ach, das bin ja auch ich. Ja, du musst die aktuelle Story. Ja, du hast da 200 haben. Stunden. Oder. Das scheint aber nicht zu stimmen. Da widersprechen die. Ja, das, also ich, wie gesagt, war mir nicht hundertprozentig sicher, ob es ein und oder war. Wenn du zum Beispiel. Ich kann ja mal nachschauen. Ihr zwei schon wieder. Ihr konntet doch vorhin reden. Warum könnt ihr das jetzt nicht nochmal? Warum kriege ich jetzt schon wieder eine Vision? Vents, warte, ich kriege Visionen. Naja, es ist ein und. Du musst das Ende der Story erreicht haben und insgesamt 7 Tage Playtime abgeschlossen haben. Was 168 Stunden sind. Wahrscheinlich auch passiert, wenn du die Story durchspielst, oder? Nicht unbedingt. Du kannst dir ja theoretisch einen Story und einen Level-Skip besorgen. Ja, okay. Dann nicht. Und dann Shadowbringers durchballern. Alles verweckt. Nimm's Magmus. Beeinflusst Leben im Wald. So im Äther. Aber wobei, das ist eine Nachricht von schon eine Weile her. Vielleicht ist es auch nicht mehr so. Was ist denn Äther? So die Magie oder was? Ja, grob gesagt. Das ist quasi so. Oh Gott, ich will den Vergleich nicht bringen, aber hat so ein bisschen was von Midichlorianern. Die Wacht! Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Sprengapparate sind das Neueste, was Shalayans Werkstätte ergibt. Sei ein bisschen respektvoller. Hässlich, verdammt schwer. Ja. Besser als die Maske auf jeden Fall. Jahre, Anschlag. Ich finde halt das Konzept ganz cool von dem Spiel, dass die Story auch darauf aufbaut, dass sie Final Fantasy 1.0 halt verkackt haben. Ja, das finde ich auch witzig. Das ist so eine der wenigen Sachen, die ich halt weiß oder wusste über das Spiel. Joa fragt, wie das Spiel mittlerweile bisher so ist. Also ich meine, ich bin jetzt, der Stream sagt, knapp 2 Stunden online, nicht komplette 2 Stunden am Spielen, mit irgendwie ein bisschen Intro und Gedöns. Also etwas um die 1,5 Stunden. So persönliches Fazit bisher. Story ist bestimmt total interessant, ist aber sehr, sehr mühselig. Auch dieser Wechsel aus, ich bin vertont und ich bin nicht vertont, ist irgendwie ein bisschen weird. Was das Kampfsystem angeht, ja, es ist das, was ich erwartet habe.
ein Tap-Targeting mit Laufen. Bisher nicht so richtig anspruchsvoll, aber weiß ich nicht. Kann ja in Raids noch werden. Das ist schwer, nach so anderthalb Stunden ein richtig gutes Fazit zu ziehen für so ein Spiel, das schon so lange auf dem Markt ist, aber wir werden uns das noch eine ganze Weile wahrscheinlich demnächst an oder jetzt weiterführend im Stream anschauen. Einfach weil es, glaube ich, dazugehört. Man muss, wenn man MMORPGs mag, das auch zumindest mal ein bisschen gespielt haben. So, Papa Limo, weiß ich ja schon, dass du so heißt. Dich kennen wir auch schon, Ida. Er forscht den Wald der Einkehr. Kennt uns zwar schon vom letzten Mal, aber ja. Nett, dich kennenzulernen. Ist der dritte Hanse hier? Ah, meine Augen spielen mir einen Streich. Bestimmt nicht. Das ist immer der, denkt, was ich Vertrautes an mir habe, habe ich bestimmt an. Echt, in Realm Reborn noch langwieriger vorkommen. Also das ist halt das, was auch jeder Spieler zugeben wird. Die Sache Realm Reborn ist mit Abstand der schlechteste, so gesehen, Teil im Vergleich zu den Addons. Gerade weil sie halt wirklich die Welt von Null aufbauen, zieht es sich extrem. Inzwischen haben sie es sogar auch schon ein bisschen überarbeitet. Ja, ich weiß, das habe ich ja mitbekommen. Aber das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, irgendwann jetzt soll ich es mal anfangen. Mhm. Weil es halt hieß, ich bin ja jetzt hier auch gerade im Free-to-Play-Mode unterwegs, ne? Also ich habe kein Abo abgeschlossen. Das kann ich ja jetzt bis Stufe 60 und bis Heavensward ja machen. Das Schöne ist, zum Ende, also die Patches sind ja quasi so aufgebaut, du hast 2.0, 3.0 sind die Hauptreleases, also Hauptspiel-Addons etc. Und danach die Punkt 1.2. Punkt 3, womit normalerweise die Story abgeschlossen wird, und diesmal ist es eine Ausnahme. Genau, und dann wird es quasi mit Punkt 4 und Punkt 5 vorbereitet auf das nächste Addon. Das nächste Addon, ja. Oh, warte, ich bin in Duty drin. Dann kann ich mich heilen. Eigentlich vorhin noch ein anderer Spieler, ja, der Astra Moon, ne? Ist das auch ein Dude? Oh, Gauner Imps, ich muss nebenbei Gauner Imps töten. Tut mir leid, die haben so ein Bestienarium-Symbol. Das ist way more important. Sagen wir, Realm Reborn ist sehr langatmig und man kann durchaus nach 5.0, also ab 5.1 bis Heißt geil! 2.1 bis 2.5 war es halt sehr ugh. Warum haben die eine Maske auf, Fans? Weiß ich nicht. Fragt sich der ganze Chat. Wer wird gemeint? Ja, diese ich bin doch hier mit irgendwelchen Dudes unterwegs. Ah, Papa Limo und Ida. Nee, diese ganze Verteidigungstruppe der Stadt hier. Achso. So Kuckucksklan-Masken. Ist vielleicht ein Fetisch. Hier, Leo und Sky, ihr seid Lore-Bewanderter, glaube ich, als Vans. Hat das einen Grund? Ich hab halt nie irgendwie Final Fantasy gespielt. Du spielst es auch nur wegen den Raids oder was? Ich spiele es auch nur, weil es ein MMO ist und eine richtig gute Story hat, aber das wusste ich nicht unbedingt vorher. Achso, du hast quasi in Realm Reborn einfach nur so durchgespielt und später erst. Ich hab mich da durchgequält und ab Heaven. Kurz vor Heavensward wurde es halt richtig gut, meiner Meinung nach. Da hat es mich gecatcht. Okay. Ich brauche noch einen so einen. Hier brauche ich nicht, ich hab die alle, okay. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hin muss wegen meiner Story. Das ist auf der Minimap was draußen, dieses ja, ist es draußen, Symbol was mit dem Meteor. Ja, das habe ich ja schon gecheckt. Ey. Hallo, bin ja kein Noob. Aber ich brauche kein Highskill, wenn's halt mit. Ich lauf jetzt auch einfach schnell. Ich räume mal hinter dir auf. Wann verlieren die Aggro? Wenn sie tot sind. Ich hab so ein bisschen was gepult. Das stimmt doch gar nicht, der Baumbart hat mich vorhin auch gejuckt irgendwie die ganze Zeit. Irgendwann bricht es ab. Ja, irgendwann bricht es ab. Das habe ich gelernt. Das hat sich ja. Wer war dieser maskierte Magier? Das siehst du, der war auch maskiert. Warum ist hier eigentlich jeder maskiert? Was ist denn los mit euch? Das ist so ein Fetisch. Ich habe ja auch eine Maske auf. Oh.
Chirurgenmaske. Ja. Wenigstens Corona-konform, der Kerl. Wenn du eben mir schon so nah stehst und Aerosole ausatmest. Ja. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach, du musst wieder in die Stadt. Oh. Das ist mir zu weit. Mach mal Shuttle-Service. Okay. Ach, ich kann niemanden einladen. Das ist ja frech. Ach so, weil du im Free-to-Play bist, oder? Ja, weil ich im Free-to-Play bin. Ah, interesting. Aufgrund der Gruppenzusammensetzung erhältst du Routine-Bonus für Stufe 20. Was? Weil der Keine sogar. Ahnung. Ach, für Klassen bis Stufe 20. Das haben sie erst jetzt im laufenden Addon hinzugefügt. Das Fliegen in den anderen Gebieten. Aua, aua, ich stoß mir in den Kopf. Was machst du denn? Der Wal ist zu groß. Ich kenne mich im Normalfall nur mit kleineren Dingern aus. Ether sehen und messen können. Achso, das waren die beiden Dudes. Die wollten genau, Ether sehen und messen. Genau, Papa Limo und Ida, genau. Aber warum hat hier stand da vorhin auch so ein Hansel. Warum die Leute in Gridania vom Klagenregiment eine Maske aufhaben? Ja. Warum trägst du eine Maske? Warum liegt hier Stroh? Ich könnte mir vorstellen, dass die, dass es einfach damit begründet ist, dass es für das Rüstungsset auf dem Level einfach so der Standard-Skin ist. Okay. Ja, kann man machen, ne? Eben Fetisch das eine. Eben. Ich bin da nicht so restriktiv. Ne, man soll ja auch, oh Gott. Also Leo sagt, es wird mir in-game Meide erklärt. Limsa Luminsa. Ganz genau, Vance. Du wirst es dann irgendwann sehen, wenn du da bist. Du wirst es verstehen. Was dann quasi so der Rollenspiel-Hub ist. So, herrliche Geschichte. Einer Schenkelkunst zu tun. Ich muss dich bitten, für dich zu behalten. Weil die Druiden nichts entschieden haben. Ich darf also nicht prahlen. Okay. Der erste Teil der Belohnung besteht darin, dass die Erlaubnis gebe, ein Gästezimmer zu nutzen. Das ist sehr nett. Kann ich mir das so einrichten, wie ich will, oder was? Freibriefe. Das ist die Mission, die du gerade meintest. Freibriefe sind noch so extra Dinger zum Leveln. Achso, okay. Das sind quasi Quests. Auch in einer Art. Boom. Und die stehen hier halt neben der Ollen. Wird man so weiter durch die Story? Also das geht ja echt recht fix, finde ich. Du hast jetzt auch, glaube ich, aktuell einen Buff. Erhaltene Routine ist erhöhte einen Mentor, Neuling oder Rückkehrer in der Gruppe. Ah, ich booste dich sogar, weil ich Mentor bin. Du Mentor, Bro. Ich bin aber nur hier, Freibriefe annehmen. Sputt. Ja, ich bin. Das ist so nervig, dass du mich Sputt nennst. Da bin ich auch nicht wirklich. Was ist der Nachteil an dieser Vor- und Nachnamennummer? Auf zum Grund von was? Auf zum Gut Zwieselgrund. Da, wo wir quasi gerade waren, ja. Nice. Machst du Shuttle-Service? kann ich dann machen, ja. Ah. Aber wir müssen einmal rausgehen. Was, hier drin kannst du nicht shutteln? Nee, in der Hauptstadt kann man keinen Mount benutzen. Zumindest was Final Fantasy Top macht, ist das Beibringen von einem Spielinhalten. Kein Vergleich zu Guild Wars 2. Ja, auf jeden Fall. Also echt? Das, was Guild Wars 2 auch mit den, wie heißen die neuen Dinger? Die Wannabe Raids? Drachenhilfemissionen. Nee, haben sie mit der Eisbrut-Saga diese Begegnung. Ach, ja, ich weiß, was du meinst. Das, was sie eingeführt haben, da haben sie ja so ein bisschen Mechaniken beibringen, Erklärungen irgendwie mit reingebracht. Ja, aber kann nicht sein, dass wir das nicht wissen. Ich habe die Entschuldigung. Angriffsmissionen. Ja, genau, irgendwie sowas. Ich habe die Entschuldigung, ich habe das nicht gespielt. Ja. Ausrede, Paule. Auf jeden Fall. Ja, da klagen hier die R2D2. Das könnte sein, dass der hier den Chocobo gerufen hat. Oder nicht gerufen hat. Mal. Okay, eingefallen. Du bist ja wie bestellt. Voll. Weil mir wurde gesagt, ich soll die blauen Dinger machen. Ja, genau. Mit den blauen Quests schaltest du Sachen frei. Okay. Strike Missions. Dankeschön. Ja. Jetzt habe ich eine Angriffsmission. Das gleiche.
Und Final Fantasy führt dich halt sehr langsam und vorsichtig an Sachen ran. Also du lernst dann nach und nach, welche AOE-Typen es gibt und was so Mechaniken sind, die noch dazukommen. Was bestimmte Quests so an, machen. Was gibt's denn so an Mechaniken? Es gibt AOEs, da darfst du zum Beispiel dein Gruppenmitglied, was den abgekriegt hat, den Marker nicht anschauen. Weil du sonst entweder versteinert wirst oder stirbst oder deine Verbündeten angreifst. Dann gibt es Sachen, die verzögert sind, sich wellenartig ausbreitende AOEs. Bestimmte Sachen, die du benutzen musst im Kampf, damit du keinen Status abkriegst. Und so weiter. Fort. Okay, das klingt ein bisschen komplexer. Dass die Türen aufgehen, wenn ich mich denen näher irgendwie. Das sind magische Türen. Magische Türen. Jede Tür ist magisch. So, Roseline. Die Kirin sind ein ständiges Ärgernis. Chocobo-Mord zur Schulde kommen lassen. Nein! Das können wir nicht zulassen. Die armen Chocobos. Ich weiß nicht, warum ich den Hornissenschwarm angreife, das ist einfach unsympathisch. Ich soll Kirin stören, Feinde kaputt machen. Ja. Stören Feinde, ja. Ich geh mal wieder. Ich hab direkt reingepult. Tschüss, viel Spaß alleine. Ich dachte, du hast. Warum ist der Stufe 30? Ich heile dich, keine Sorge. Aber der ist Stufe 30! Da kümmere ich mich mal drum. Danke. Aber hast du nicht gerade gesagt, ich krieg Bonus-XP mit dir? Ja, aber da ich nicht in deinem Levelbereich bin, kriegst du quasi dann keine EP. Ich kriege Bonus-XP mit dir, aber weil du nicht in meinem Levelbereich bist, kriege ich gar keine XP. Genau, weil ich quasi alles one-hitten könnte. Ja, aber das klingt weird. Ja, ist es auch. Aber ab Stufe 23, da habe ich eine Klasse in dem Bereich. Okay. Ja, dann. Brauche ich nicht. Ich muss halt sagen, durch die. Also, das ist ja erstmal. Also, so das Grundding ist ja bis Stufe 60, ne? Genau, ja. Das geht ja bisher relativ fix. Also, geht das bis 60 so weiter in der Geschwindigkeit? Du hast auch einen Buff als ganz neuer Spieler. Dass du, glaube ich, 300% mehr EP kriegst oder so. Wie lange bleibt das so? Ich glaube, bis du deinen ersten Job auf Max-Level hast. Das sind so halt Sachen, die ich beim Level nicht bewusst wahrgenommen habe. Und jetzt, wo ich darum weiß, bin ich halt nicht mehr die Stufe. Warum schwimmen alle Final Fantasy. New. Ja. Eine Klasse, ein Charakter, meinst du, oder? Nein, er meint eine Klasse. Du kannst, das hatten wir vorhin schon das Thema, Iora, mit einem Charakter quasi alle Jobs erlernen, wenn du Bock hast. Ich glaube, das ist der Road to inzwischen 70 Buff. Also bis du mit deinem Job Stufe 70 bist, hast du diesen Bonus. Okay. Wenn du auf einem Preferred Server warst, also auf einem empfohlenen Server. Rutsche. Ich glaube, war ich nicht. Ich glaube, ich habe mich dagegen entschieden. Ah, okay. Eigentlich wollte ich ja auf Lurioxus, da wo du bist halt, ne? Ach, war es da gerade voll? Ja, ich musste auf Google gehen. Mhm. Brauch noch irgendwie einen Baumschimmel, aber hier ist kein. Ach doch, da ist Baumschimmel. Du bist wieder gerutscht. Ach nee, du bist am Pilze sammeln. Ja, ich sammle gerne Blauschimmel. Und jetzt muss ich wahrscheinlich nach oben. War ja klar, dass ich bei sowas nie nach unten muss. Ich würde den auch mal. Ich kann noch XP für bekommen, ne? Wenig Damage. Danke, dass du. Ich habe nicht einen Punkt Schaden bekommen, aber 13.000 Heilungen. Das ist echt sehr, sehr großzügig von dir. Und noch ein Schild für was weiß ich, wie viele Punkte. Hier ist schon wieder der Fall, dass die Rüstung. Für Nicht-Krieger-Klassen irgendwie cooler ist als die, also mehr Rüstung bringt als die. Ja. Und das System, wie ich Rüstung anlege, verwirrt mich auch. Hätte mir das nicht vorhin irgendwer gesagt, ich hätte das nie gecheckt. Ja.
Das ist, es gibt ist in den Optionen einen Punkt, da kannst du einstellen, dass du es quasi erstmal ins Inventar kriegst. Den will ich ja nicht, ich finde das ja schon praktisch so. Ja. Mehr mit Roseline sprechen. Gibt's Fallschaden? Ja, aber du stirbst nicht daran. Nie? Außer du kriegst dann Aggro von einem Mob, also. Was mir okay. auch schon passiert ist. Öfter als ich stolz wäre zuzugeben. Aber du kannst eigentlich nicht sterben, egal welche Höhe. Vom Runterfallen nicht, solange es einen Boden gibt. Wo gibt's denn keinen Boden? zum Beispiel in manchen Bosskämpfen, wenn du da aus der Arena rausfällst, dann bist du tot. Ah ja, okay, das gibt's. Teilweise gibt's dann auch Bosskämpfe, wenn du aus kannst der Arena rausfällst und stirbst, noch. Dann kannst du auch nicht mehr gerettet werden. Ich soll irgendwas im Unterholz nach. Machen wir. Was ist denn so dein Lieblingsunterholz? Tatsächlich Moos. Oh. Ich stehe auf Moos. Das hat teilweise so richtig gutes Moos, wenn das nicht so irgendwie angetrocknet ist, sondern. Das ist mega, oder? Es ist mega weich und flauschig. Und es riecht auch so geil. Irgendwie. Generell so hatte ich es jetzt, als es hier den ersten Tag wieder geschneit hatte, dass ich dann einfach mal grundlos spazieren gegangen bin. Alles so Schnee, und, ja? Ja, und das war halt schon wieder irgendwie geil, weil das letzte Mal wirklich Schnee hier oben war so vor 7 Jahren. Ja, weißt du, wie viel scheiß Schnee wir hier hatten? Ich musste, weil ich bin ja der Homeoffice-Idiot. Mhm. ich musste die ganze Zeit Schnee schippen. War bestimmt, weiß ich nicht, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, weiß ich nicht, jeweils zweimal, dreimal draußen Schnee schippen. Ich musste diese Woche meine Überstunden nehmen, weil die Deutsche Bahn immer noch nicht fährt. Oh. Das ist ein Problem. Ist auch geil, dass ich hier bei jeder Quest irgendwie eine neue Ausrüstung kriege, die genau ein Punkt besser ist als die vorherige. Ich frage mich halt immer, ob sich das überhaupt lohnt anzulegen, weil in 3 Sekunden tausche ich die eh wieder aus. Aber hey, ich mach's. Als pflichtbewusster MMORPG-Spieler mache ich das. Später wird's ein bisschen angenehmer. Also, was heißt angenehmer? Dann kriegst du nicht mehr so viel Ausrüstung. Sperrt die Augen auf. Schreiben überbringen. Und das ist da wieder im Weiher. Und das ist, ach, das Feld kann man ja mal mitnehmen. Ja, hier einfach mal mit, alles hier, alles mitnehmen. Ich find's ein bisschen belastend, hier immer meinen Eos neu beschwören muss. Einfach alles mit, was ich kriegen kann. Was tatsächlich etwas ätzend ist, dass du erst nach und nach Skills freischaltest. Ja, aber bisher läuft's doch ganz gut. Adalas, das ist eine physische Attacke aus. Irgendwie habe ich unter Adalas was anderes erwertet als eine Attacke, die 150 Schaden macht. Hä? Okay, die habe ich tatsächlich. Attacke wert. Mhm. Was heißt das? Ist das der Damage? Der Damage. Das ist quasi der Wert, an dem es multipliziert wird. Also wie stark die Grundfähigkeit ist. Und dann. Und wo ist der eigentliche Schaden? Den machst du dann mit dem Skill. Okay, weil meine Auto-Attacke hat halt 180. Mhm. Und Adalas hat 150. Warum sollte ich Adalas benutzen? Weil Adalas ein Off-Global Cooldown ist. Das heißt, du hast ja in diesem Spiel globalen Cooldown für deine Fertigkeiten. Wenn du deine 1 drückst auf einen Gegner. Ja. Junge, du musst mir jetzt nicht erklären, was ein Cooldown ist. Echt, also. Wie kennst du dich etwa mit MMOs aus? Ich hab einfach nur. Warte, wo muss ich denn jetzt hier? Und die Adalast und sowas kannst du dann halt dazwischen reinwerfen in den 2,5 Sekunden. Jetzt die muss ich da Sachen. Ganz unten hin, schöner Wohnen im Grünen. Ach, damit kommst du ins Wohngebiet. Ja, aber das ist doch nicht das, was ich machen will, oder? Nö. Aber du hast die Quest auch. Ich muss mit Roselins Schreiben zu Elmer. Das ist da wieder im Jadeweiher. Im was? Jadeweiher-Ufer. In dem Gebiet. Ja, fahr mich einfach. ich wollte die Frage übrigens an den Twitch-Chat weitergeben, weil ich das eine super Frage fand. Was ist euer Lieblingsunterholz? Das ist finde ich, eine extrem wichtige und interessante Frage. Also Jora, Tank, Sky, Ori, Leo, alle die noch da sind. Gebt mir mal, teilt mir euer Lieblingsunterholz mit. Hier ist Garfield. Ja.
Und Sky hatte ich übrigens vorhin korrigiert, Level 50 ist das Grundspiel. Und dann geht's schon Heavensward bis 60. Ja, genau. Ah ja, habe ich das drum gesagt. Das bedeutet Bernhard. Bernhard! Der da. Bin ich? Moment, wo bin ich? Ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich bin. Ah, da oben. Okay, das ist ziemlich weit unten. Ich könnte auch theoretisch. Nee, ich bin schneller als wie du. Ich könnte auf meinen Pizza gehen und dich nochmal buffen extra. Also, mein Lieblingsunterholz. Untergehölz, also die Böden in Wäldern. Und darfst du auch gerne dein Lieblingsholz sagen, ohne unter, ist auch okay. So, Bernhard. Was bringst du mir da? Einen Brief. Denn ich bin der Beefträger und ich bringe den Beef. Richtige Warnung. Haben Sie denn einen Beef für mich? Nein, Mr. Vance, ich habe keinen Beef für Sie. Oh, das ist aber schade. Ja. Hier sind ziemlich viele Pflänzchen gerade. Das ist sehr beruhigend. Das ist das Anfängergebiet. Ich soll Wahnsinn. Was? Eine Aufgabe nehmen. Ein Briefbuch. Ah ja. Da, ich nehme das einfach mal. Sprich mit einem lokalen Aussteller von Freibriefen. Ja, habe ich getätigt. Und jetzt will ich einen Freibrief beginnen. Öffne zunächst das Archiv über J. Freibriefe, da. Karte. Da. Wenn auf Beginnen drücken. Was passiert, wenn ich beginne? Liefer weit ist nicht dein Heimatpunkt. Wenn du während des Freibriefs zu deinem momentan registrierten Handel wurde Freibrief als fehlgeschlagen abgebrochen. Was? Ja, das heißt, wenn du krepierst und in einem anderen Gebiet landest, dann ist es... Voll eine Schwierigkeit. Boah, voll aufdrehen. Ja, voll drauf! Die Inhalt beginnt. Krass, sind wir jetzt in einem instanzierten Ding, wir beide? Kann gut sein. Das hat sich hier so geändert, ist so dunkel. Achso, das ist wegen der Tageszeit. Es ist jetzt im Spiel 18 Uhr. Aber hier sind keine anderen Menschen mehr. Welche Quest trotzdem noch ab? Ich habe nur 19 Minuten. Sehe ich hier noch andere Leute. Okay, ich gebe trotzdem erstmal die Quest ab, ne? Wir haben die Zeit. Ja, wir haben die Zeit. Hallo, Illiga. Die sind halt auch dich. In einem bestimmten Gebiet. Gebe mich. Schließen. Nächste Quest annehmen. Alles, in das man gut Höhlen bauen kann, sagt das alle wieder. Mein Lieblingsunterholz ist Cave. Wow. 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 Zumindest vermute ich, dass das Cave heißen soll. Gibt es hier irgendwie einen Preis, wenn man Bonuszeit schneller ist oder so? Ich weiß gar nicht. Zählt das? Zählt bestimmt, oder? Also die Kills kriege ich. Ich glaube, XP kriege ich nicht. Aber ja. Bin halt beendet. Das war knapp. Nur noch 18 Minuten 50. Gut, dass du dabei warst. Das wäre sonst echt schief gegangen. Belohnung abholen. Ist nett, dass mir das Spiel auch erklärt, wie ich eine Belohnung abhole. Das könnten wir jetzt noch 100 Mal machen. Wir können jetzt quasi die ganze Zeit Freibriefe machen. Nee, auch nicht. Du kriegst pro Tag eine bestimmte Menge Marken, die du einsetzen kannst, um Freibriefe zu machen. Das hat so ein bisschen was vom Kommunismus mit den Nahrungsmitteln. Ich finde das schön, dass du irgendwo Kommunismus eingebaut hast heute. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn nicht. Das war so ein typischer Vance irgendwie. Also wer Vance nicht kennt, das war so ein typischer Vance. Ja, und die Gildengeheiße sind quasi dann so instanzierte Dinger. Okay. Ein Gildengeheiß übernehmen. Genau, wenn du jetzt mal... ich mach dich mal zum Gruppenleiter. Teilnehmer 1 bis 4 Spieler, Verteidiger, Heiler. Genau, das ist jetzt quasi das UI für... Kein Inhalt ausgewählt. Genau, du musst jetzt da einer für alle für einen, links den Haken setzen. Mach nochmal abbrechen. Dann gehe ich auf einen Heiler, dann geht die Queue schneller. Wie mache ich denn abbrechen? P. T? P, wie Paulus. Der? Nee. Ja.
Okay, und jetzt zurückziehen. Und dann unten zurückziehen, genau. Und jetzt kannst du nochmal teilnehmen. Jetzt nochmal teilnehmen. Und das sollte schneller gehen. Krass, jetzt habe ich einen Heiler. Warum machst du nicht den Tank? Du tankst dich selten als Heiler. Das gibt sich tatsächlich nicht so viel. Das ist teils manchmal. Lass uns gerade mal gucken, wer sonst was geschrieben hat. Kirsche. Mag den Rotstich, Lieblingsunterhält sind Wurzelrest. Wurzel. Chris K. Sehe ich auch so. Ja, aber währenddessen können wir jetzt auch noch anderen Kram machen, ne? Ja, genau. In dem Spiel hier ist es halt auch wieder so, es gibt viel zu viele DPS. Ja, wo nicht? Ja. Hol's der Geier. Hol's der Geier oder hol das nicht. Ganz theoretisch egal, ich könntest du hier nicht. Sogar, wenn du dann die Dailies freischaltest, gibt es immer einen, wenn du alleine queust, einen Bonus für bestimmte Rollen. Das heißt, du kriegst dann 20% mehr Erfahrung, zum Beispiel, wenn du als Tank. Nennst du bist ein faules Stück, Haro, irgendwas. Ich bin auch ein schlechter Tank, ja. So. Ist das so, ja? Ich spiele tatsächlich am wenigsten gerne Tank. Warum? Ist nochmal ein bisschen was anderes als Heiler oder DPS, was so wie du spielst angeht. Was im Verhältnis zum Boss steht. Teilnehmen! Jetzt ein bisschen was von Random Dungeons. Ja, ist es quasi auch. Leichter Trupp. Okay, einer für alle für einen. 30 Minuten, alle Gegner besiegen. Ja. Einfach Truppe? Ja, einfach Truppe. Im Normalfall lässt du halt den Tank vorgehen und einfach ziehen. Ja, ich. Wieso ist jetzt mein Aderlass noch nicht einsatzbereit? Das ist halt ein Kritikpunkt, ein großer für mich. Du wirst hier auf Level 11 runtergesetzt. Und wenn du einen Skill auf Stufe 11 noch nicht hattest, kannst du den. Das ist ja crazy. Das heißt, wenn du deine täglichen Dungeons machst, kann es halt vorkommen, dass du von 80 auf 15 runtergesetzt wirst und dann hast du keinen. Und dann, tolles Gameplay. Wenn du Pech hast, keine einzige Fähigkeit auf deiner ersten Leiste benutzen kannst, weil du die alle. Anders hingepackt hast, ja. Ja, nice. Das ist halt dafür gedacht, dass du einigermaßen gebalanced da drin bist. Ja. Sie hätten es zwar auch anders balancen können, aber. So geht was zweimäßig. Ja. Ja, guck mal, da wenn es dazu gegeben, geht was zwei ist besser. Nee. Das ist halt, ne, manche Aspekte sind besser, manche Aspekte sind schlechter. Chuck, du bist in der Closed Alpha von Magic Legends. Das ist tatsächlich ein Spiel, das ich auch sehr interessant finde. Und das halt dieses Jahr noch rauskommen könnte. Ich weiß nicht, also wenn ich mir halt einen Tank angucke oder zwei Tanks dann im Savage-Content und du. Boah, ich bin halt der wertvollste Spieler? Du kannst jetzt einen bestimmen als wertvollsten Spieler, weil wir in einer Gruppe sind, können wir uns das Ding nicht gegenseitig geben. Haha, das ist ja fies. Und wenn du. Ich glaube, 1000? Nee. 3000. Wie mache ich das denn jetzt, Ero, zum. Das hast du, glaube ich, schon gemacht. Nee. Oder? Hast du unten rechts so ein Ding? Ja, ich hab's gefunden. Und da musst du hier mit dem Gildengeheißtypen reden und dann kriegst du deine Belohnung. Krass. Abschließen. War jetzt aber nicht so viel. Dafür, dass wir jetzt hier. Also, das möchte ich sagen, finde ich bisher mega strange. Nebenquests, das Töten von Mobs und so und jetzt halt diese Missionen, das macht irgendwie fast gar nichts. Ja, auf meinem Loot. Auf meine XP-Leiste. Und so eine einfache Story-Quest, wo ich irgendwie vier Mobs kloppen musste, gibt mir ein Dreiviertel Level. Da steige ich gerade noch nicht durch, warum das so ist. Yeah, das ist. Manche Dinge hier sind komisch. Wir haben jetzt hier Holz der Geier irgendwie zwei Mobs getötet, ne? Und jetzt spreche ich mit dem und kriege halt 10.500 XP. Für das andere Ding gerade eben habe ich, glaube ich, 680 bekommen? Ja. Können ja mal. Ich habe hier keine Quest gemacht. Also ich kriege hier 2600 XP für Blumen für die Toten. Oh. 12.000 XP für die.
brauche halt 26k für einen Level Up. Und krieg halt irgendwie 16k für, oder was war gerade 12k für eine Quest hier. Mhm. Nice. Wenn man viele Quests macht, überlevelt man hier hart in A Realm Reborn. Also. Ja, machen wir nicht. Wir machen nur Hauptquests. Mit meinem ersten Charakter, mit dem ich das Spiel getestet habe, bin ich am Ende auf Stufe, ich glaube, 63 oder 64 gewesen, was quasi mitten in Stormblood ist vom Level her. Und ich hatte noch nicht mal Heavensward komplett abgeschlossen. Das ist ja crazy. Also hatte Adventure Ape vorhin doch recht, keine Nebenquests zu machen. Es lohnt sich nicht so richtig. Und wie lange dauert es so, bis ich jetzt hier Max-Level wäre? Was schätzt? Max-Level... Ja, also ich kann ja nur bis 60. Schon ein paar Tage. Ich kann ja nur bis 60, ne? Denkt daran. Ich kann das schlecht einschätzen. Ich würde sagen, in einer Woche. In der Woche Spielzeit oder in der Woche mit normaler Spielzeit? Wie viel kommt ein bisschen drauf an? Wie viele Stunden spielst du am Tag? Sagen wir, wenn du jeden Tag 5 Stunden spielst in der Woche? Ich kann es echt nicht einschätzen. Okay, und wieder zurück. Gerade weil du halt mach auch... Mach mal hier Fliege. Du musst bis zum Spiegelsee halt steigen. Road to Level 70 Buff hast. Der ist halt wirklich stark. Sehe ich denn irgendwo den Buff? Ach nee, du hast ihn ja nicht, weil du nicht auf dem richtigen Server angefangen hast. Weiß ich nicht, weil ich sehe hier nur den Routine-Bonus, da ein Mentor oder Rückkehrer in der Gruppe ist. Wo musst du überhaupt hin? Zum Spiegelsee, rechts. Spiegelsee Pier. Ah ja. Ach, dann darfst du dir jetzt das Housing-Gebiet anschauen. Nee. Woo! Housing! Vielleicht. Und hallo Spechtmusik! Hallo Amelle? Carmelle. Carmelle! Dafür möchte ich mich anmerken, dass du mich jetzt hier geflogen hast, krieg ich 12.000 XP. Ja, cool. Das ist nett. Also, Amelle. Gehe ich jetzt hier einmal einfach mir das Specht angucken? Spechti. Mach ich das? Ich, wie gesagt, denke, ich kann es eigentlich gar nicht abschätzen. Es ist... Also ich habe in 4 Tagen Shadowbringers durchgespielt. Nerd. Hab halt auch die, also nicht zu Release, sondern an sich einen zweiten Charakter gelevelt habe. Ich will das jetzt an für schöner Wohnen einmal die Quest einfach machen oder so? Ja, ja, und dann kannst du ins Housing-Gebiet rein. Komme ich denn hier, wie kann ich denn hier übersetzen? Ich glaube, du musst hier mit der Fährenfrau reden. Ich bin eine Fährenfrau auch da. Ja. Zum Zweck der Unterkunft. Scheiße. Ich bin überfordert, hier sind ganz viele. Genau, das sind jetzt quasi die einzelnen Menschen. Bezirke. Jeder Bezirk hat 60 Häuser. Jeder Bezirk hat 2 Instanzen. Und du musst jetzt in eins einfach, du klickst oben links auf eins und sagst losfahren. Sind da überall Menschen drin, oder? Ja. Da wohnen überall Leute. Aber ist ja gar nichts frei. Nee. Sehr doof. Ja, losfahren. Also wer die 1-1 erwischt hat, der kriegt wahrscheinlich am meisten Besuch, ne? Ja. Das ist so. Achso, wenn ich meine Charakterübersicht über meinen Charakter auf das Symbol klicke, wird deine beste Ausrüstung automatisch angelegt. Ja, genau, dieses blaue Ausrüstung optimieren. Okay, hier ist Pflänzchen. Teleport Dingsy. Sternenhimmel, Pflanzen. Halt 4 Housing-Gebiete, also in den 3 Hauptstädten und dann später noch ein weiteres. Und da soll dann mit 6.1 auch noch eins kommen, ne? Genau, ja. Dann in der Stadt von Heavensward. Du kannst hier theoretisch auch einfach in irgendein Haus reingehen. Ich hab jetzt erstmal mit dem Typen hier geschnackelt. Und das gehört jetzt hier nur einem Dude oder ist das so eine Stadt? Nee, das ist quasi eine Stadt von Spielern. Aber in jedem Haus hier wohnt schon ein Dude oder kriege ich ja, genau. Ein Haus? Hier wohnt in jedem Haus einer aktuell. Und wenn ich ein Haus will? Dann müsstest du mal in andere Gebiete schauen. Oh. Wenn alles voll ist, kriege ich niemals ein Haus.
Es gibt halt diesen Decay. Das heißt, wenn du 45 Tage dich nicht einloggst, wird dein Haus abgerissen. Oh, okay. Du wirst aber, soweit ich das verstanden habe, mit E-Mails vollgebombt, wenn das der Fall sein sollte. Wer wohnt hier? Gute Nacht, Frank. Ach, das ist... Genau. Hausprobleme sind an der Tagesordnung. Okay, der hat hier so ein virtuelles Schachspiel. Das ist an dem Grund so ein Laser, der Dinge auf dem Boden macht. Mhm. Also es ist hier quasi alles hingestellt. Ach, das ist eine Gilde. Hm. Der FC, den das hier gehört. Was? Der FC Köln? Das ist der FC Golle. Ja, krass, also die Couch ist sexy. Muss ich so Sit machen oder kann ich da richtig sitzen? Kannst / Sit. Da rutsche ich ja da durch, oder? Nee. Boah, krass, ich klipp nicht durch. Das ist ja crazy. Wenn ich hier einfach Sit mache, dann... Ah, nee. Es gibt dann auch noch, genau, also mit dem normalen Sit setze dich auf den nächsten Stuhl. Wenn nichts in der Nähe ist, setze dich auf Boden. Oder wenn du dich auch auf den Stuhl auf den Boden setzen willst, dann gibt es einen zweiten Sit-Befehl. Das ist dann... Cool. Also das ist was ich sexy finde, möchte ich anmerken. Setz mich auf so ein Ding, ja geil. Kann ich auch auf so ein... Auf dem Bett sitzen? Ja. Das finde ich cool, auch auf so einem Beistelltisch, ne. Die Mucke rockt hier drin. Okay. Verrückt. Aber wir haben das Ziel hier, Power zu leveln heute Nacht. Ja. Level 75 ist heute das Ziel. Das ist sportlich, würde ich sagen. Ging schnell wieder raus hier zur Fernfahrt. Da musst du hoffen, dass dein Leveling-Buch rechtzeitig geliefert wird. Ja, Menras, das war ein Joke. Dass das nicht möglich ist, war mir auch klar. Aber ich halte Level 15 für realistisch. Das ist nur eine Quest, also. Aber auf welchem Level bist du mit deinen Hauptquests? Weiß ich gar nicht, warte mal. Wenn du da hier auf den Questnamen rechts klickst, Planwagenüberfall. Rechts klicken? Kann ich gar nichts machen. Nee, auf der rechten Seite, Planwagenüberfall. Und 13. Ich bin 14. 13. Okay, ja. Das heißt, du bist ein Level über der Hauptquest und deine Hauptquest ist jetzt halt gerade für Stufe 13 und auf Stufe 15 schaltest du halt Dungeons frei. Machen wir Stufe 15 und ein Dungeon, ha? Huh? Jo. Das finde ich klingt nach einem Plan für heute. Dann machen wir Feierabend. Oh, wir haben Valentinstag, Vance. Ich wünsche dir alles Gute. Oh, dir auch. Du bist mein Valentin. Ich glaube, dann kriege ich Ärger von jemandem. Ah, die schläft. was die Frau nicht weiß, macht die Frau nicht heiß. Was zur Hölle bist du? Es ist eine Holzkröte. Die sieht ein bisschen aus wie du, wenn du schlecht geschlafen hast. Ich hätte jetzt gesagt, die sieht so ein bisschen aus, wenn ich kein Make-up trage. Aua. Ich weiß, wie du aussiehst, wenn du schlecht geschlafen hast von der Gamescom. Ich erinnere mich. Ja. Ich weiß auch, wie Domi aussieht, wenn man nachts durch Köln läuft und... Er hat einen Ratschlag gemacht. Ja. Sogar sehr gut. Das war für den Alkoholpegel war das sehr beeindruckend, ja. Der Ratschlag, ja. Das stimmt. So, wo muss ich jetzt denn? Da oben. Zurück zum Zwieselgrund. Mach mal hier. Okay. Fliegepferdchen. Beziehungsweise Wahl. Noch ein unnötiger Tag. Ja, für die Industrie ist das ein schöner Tag. Ja. An keinem anderen Tag werden so viele Rosen verkauft. Hör mal, das war ganz schön knapp, ne? Das war eine ordentliche Bauchlandung auf dem Felsen. Ja, der hat kurz aufgesetzt, der war. Abrieb ist immer. Also, so Clipping ist auch nicht die Stärke, ne? Also, so Bäume sind dir einfach scheißegal. Der geht ja mit der Flosse durch 6 Bäume durch. Ja, passt schon. Ach, das ist hier, okay. Nee, das war nur die Nebenquest. Ach, du musst deine Ladung bei Kaita abliefern. Ja, ich hab jetzt, wollte nur kurz noch mit der Alten sprechen. Oh, das ist eine Errungenschaft freigeschaltet. Ja, ich weiß nicht, ich krieg ziemlich viele Errungenschaften. Muss daran liegen, dass ich einfach geiler Typ bin.
Ein Erzähler 2. Ah ja. Vergebe. Zack. Und. Geil, Gürtel. Ah, stopp, was ist passiert? Ich habe Anlegen gedrückt und sehe ganz anders aus. Ja, und du hast jetzt quasi die Ausrüstung mit den besten Werten. Aber die hatte ich teilweise gar nicht, außerdem ist mein Hut jetzt anders. Dann hast du die wohl teilweise einfach in das Arsenal bekommen. Einfach so. Ja. Tja, krass. Fühlt mich zwar nicht mehr so hübsch wie vorher, aber. So, ich kann ja. Jetzt. Ich bin jetzt Stufe 15,5. Das heißt, ich kann jetzt hier. Hauptquest weitermachen. Dungeons machen. Sobald du sie mit der Hauptquest freigeschaltet hast, ja. Achso, dafür muss ich erst die Stufe 15 Hauptquest machen. Eier, die. Mhm. Eier gebrochen. Eier. Wo muss ich denn da hin? Da. Einfach mal in die Richtung. Was hältst du denn von Corona-erkrankten Fußballspielern, die durch die Welt jetten? Echt? Möchtest du mit mir tatsächlich über den FC Bayern München sprechen? Ich halte davon sehr, sehr wenig. Ich glaube, da haben wir eine ähnliche Meinung, ja. Sehr, sehr, sehr wenig. Ich bin sehr positiv, also beziehungsweise ich vertrete da die Meinung von Leonardo Bittencourt, der in dem Interview gesagt hat, ja, wir Fußballer sind eh schon privilegiert, brauchen jetzt weder Vorzüge bei Impfungen noch weitere Privilegien. Mhm. Da hat er absolut recht. Deswegen, was mir gar nicht so klar war, ne? Das geht ja alles gar nicht nur für Bundesliga und zweite Liga, sondern das geht ja teilweise runter bis dritte, vierte, fünfte Liga, dass die spielen dürfen, ne? Oh, echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber. Hier, Rot-Weiß Essen ist doch meiner Erfahrung nach nicht mehr dritte Liga. Sondern noch darunter. Und die hat nämlich irgendwie Probleme beim Training. Und wenn die Probleme beim Training haben, müssen die ja spielen dürfen. Regionalliga, ja. Die sind Regionalliga. Regionalliga ist bekanntlich vierte Liga, richtig? Ja. Die hatten am 23.01. ein Spiel gegen den Bonner SC, der 23. Spieltag. Oh ja, und jetzt frage ich mich, dieses Argument, ich brauche halt Bundesliga, weil das irgendwie, weiß ich nicht, gottgegebenes Grundrecht ist. Okay, zweite Liga vielleicht noch, dritte Liga definitiv nicht. Aber was zur Hölle hat denn die Regionalliga noch für einen Wert irgendwie? Also. Hallo, das ist ein systemrelevantes Berufsfeld. Das ist. Oder ist, so? Im Tanzen ist das auch mega geil. Ich tanze ja jetzt Lateinformation. Mhm. Und wir haben ja auch eine Liga. Also wir werden jetzt gestartet in der Landesliga. Und ja, aber wir ihr haben habt bestimmt keine millionenschwere Lobby hinter euch. Kann genau. Das sein? Genau, das ist so ein Ding. Und dann haben sich halt jetzt die Leute der Bundesliga und zweiten Bundesliga zusammengesetzt und halt gesagt, ne, was jetzt so Sache ist und wie die Liga die ganze Saison weitergehen soll. Und mega geil ist, diese ganzen erste und zweite Bundesliga-Mannschaften dürfen halt nicht trainieren. Ja. Mit einer Ausnahme, weil die halt so mega, also weil Bremen halt nichts anderes hat. Tatsächlich Bremen, ja. Die Bremer Formationsmannschaft ist irgendwie. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deshalb schätze ich das konservativ. 11-mal in Folge deutscher Meister geworden, glaube ich. Oh. Und irgendwie fast genauso oft Weltmeister in Folge. Das ist verrückt. Ich glaube, meine Kopfhörer sind ausgegangen. Die haben anscheinend nur kurz die Verbindung verloren. Also die sind irgendwie 10-mal in Folge deutscher Meister und irgendwie 11-mal in Folge Weltmeister oder so. Ja? Ziemlich und heftig. Deshalb, also die sind halt wichtig. Die haben den A, einen B, einen C und ich glaube sogar inzwischen den D-Team, also irgendwie 4 Teams. Mhm. Und die dürfen halt trainieren, die haben eine Sondergenehmigung in Bremen. Aber die anderen nicht. Und dann war halt die Frage, ja, lassen wir die Bundesliga, verschieben wir die Bundesliga auf Mai, was halt total dämlich ist, weil 3 Monate Lockdown, keiner konnte trainieren, außer Bremen ist halt ein bisschen strange, ne? Weil die Bremer sind halt prepared und wir nicht. Ich muss Lailas Ei suchen. Und du musst deine Jobquest mal weitermachen. Jetzt wenn kann du, ich alles auf einmal machen hier. Wo ist denn? Oben, schau mal oben links, der Eierdieb und darunter hast du der scharfe Blick. Der ist ja scharf, ja. Da wird dir immer quasi für deinen Job angezeigt. Und der macht dich dann besser und du kriegst Skills und sowas. Ja, wir machen jetzt erstmal hier das Ei. Eier brauchen, Eier.
Ja, aber das ist halt auch so total crazy irgendwie, dass die überhaupt darüber debattiert haben, ob du diese Liga stattfinden lassen, also, dass du sie jetzt nicht stattfinden lassen kannst, ist klar. Aber da war ja die Frage, ob du das so im Mai oder so machst. Aber das Ding ist halt, wenn eine Mannschaft, die eh schon immer gewinnt, jetzt auch die ganze Lockdown-Zeit über durchtrainieren darf mit der gesamten Truppe und alle anderen trainieren wie wir irgendwie im Homeoffice, das ist halt super geil, zu Hause zu trainieren, ne? Vor allem, ich habe hier so eine 2,23 Meter hohe Decke im Keller. Mhm. Das ist halt, wenn du halt probierst, irgendwie Armbewegungen nach oben zu machen, normalerweise würde ich so Arm ausstrecken hoch, ja, buff, da bist du halt an der Decke handgebrochen. So. Da kannst du deine Frau schlecht nach oben werfen und wieder auffangen. Zum Glück sind Wurf- und Hebefiguren nicht gestattet. Ah, okay. Also theoretisch sind sie gestattet im In- und Outro, das nicht bewertet wird. Da darfst du eigentlich machen, was du willst. Aber wir haben keine Hebefiguren. Gehe ich jetzt nach unten oder hier oben lang? Ich gehe mal oben lang. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend. Ich finde es das interessant, dass in der Quest-Beschreibung tatsächlich steht, dass du Lailas Ei finden musst. ich hab Big Pull! Big Pull! Ich hol noch einen Leuchtkäfer und ein Gerippe und. Und jetzt machst du die mal alle weg, Vince. Okay. Sehr nett von dir. Kein einziger EP-Punkt bekommen, das ist echt traurig. Ja. Hier sind wir, okay. Da ist ein Lehrmeister, der hat so ein Ding über dem Kopf. Mhm. Da lernst du quasi deine Rolle. Als DPS, was du da machen kannst. Und hier ist dann auch ein Dungeon später. Was? Folgende Bedingungen sind nicht erfüllt. Teilnehmer 1. Aha. Ja, hau mal ab, Vince. Okay, ich hau mal ab. Ich lerne jetzt also endlich, dass ich... Ja, Deutsch ist also, super. Ich habe es gestern auch schon gesehen. Ich habe es auch gut geschaut. Natürlich ist es zur Steuervermeidung. Natürlich. Wozu sonst, Vince? Wozu sonst? Ja. Das hier ist jetzt wirklich so das Tutorial für die neuen Spieler. Aber wie weiche ich denn aus? Einfach laufen. Ja, einfach rausgehen. Aus dem Boss-Battle-Musik. Sprich mich an, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Ja, ich kann dich doch gar nicht ansprechen, Dude. Er sagt, ich soll ihn ansprechen, aber... Ah, jetzt ist er ansprechend. Ja, er hat ja noch nicht ausgesprochen. Wer hat dreimal gesagt, sprich mich an? Irgendwann kann ich ihn nicht mehr ansprechen. Irgendwann ist der Drive raus. Ja, zeig, was du drauf hast. Ja, dann fang doch an. Hör auf zu... Alter. Ich glaube, du kannst ihn gar nicht angreifen, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, ich muss nur ausweichen. Ah! Ja. Wow. Deswegen sage ich ja, für die ganz, ganz großen Anfänger ist das. Puh, das war knapp, Mensch. Gut, weiter so. Wie lange kann ich es hinauszögern? Boah. Warte mal, das wirkt ja dreimal. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du einen isst. Also einen AOE. Muss ich wieder von vorne anfangen. Oh, ich muss den Dialog nochmal anhören. Ich glaube, kannst du ihn jetzt töten? Weiß ich nicht. Nein, nicht einsetzen. Oh. Doch, jetzt. Haha! Stirb, Bruder. Pass auf, du musst genau hinsehen und ausweichen. Oh, war das knapp. Ja, davon gibt es irgendwie so, keine Ahnung, 20. Oh, ein Fernkampfangriff. Kann ich den angreifen? Ich kann noch kein Mentor werden. Oh. Das ist halt so das traurige Leben. Es gibt halt diese zwei unterschiedlichen Mentor-Stati. Einmal für Crafting und fürs Sammeln von Ressourcen und einmal den für die Kampfberufe. Oh krass, das mache ich. Ich werde rangezogen. Ja, dann musst du ausweichen. Ah, okay, du bist eine bestimmte Zeit gefesselt und dann kannst du... Und auf jeden Fall für den Kampfmentor brauchst du halt 1500 Ehrungen zum wertvollsten Spieler. Und DPS-Spieler kriegen die halt nicht oft. Ich habe meine 1000 Dungeons, Raids und Prüfungen. Hallo Nele! Hallöchen. Ich weiß gar nicht, wann ich das abgeschlossen habe, aber ich habe halt erst 822 Ehrungen zum wertvollsten Spieler. Traurig. Das ist das traurige. Enttäuscht mich, Ben. Das ist das traurige DD-Leben. Und das Problem, was du hast, wenn du einen männlichen Charakter spielst.
Du kriegst besseren. Ja, ist das so. Nee, du kriegst weniger Props. Scheiße, jetzt muss ich auf Leute warten? Nee, doch nicht. Oh nein. Oh. Willst du das echt alles durchmachen? Das ist optional. Achso, ich dachte, ich muss das machen, damit ich Dungeons spiele. Nee. Oh, scheiße. Ich hätte mal kurz was zu lassen. Ja, das Boah, ist das halt meist so, entweder an den Tank oder an den Heiler. Als Angreifer ist es in einer Gruppe deine Aufgabe, Feinde so schnell wie möglich zu erledigen. Hm. Nee. Ach, das ist, Tanke für Weaving ist es noch ein bisschen zu früh. Was ist Weaving? Okay, Weaving ist halt, dass du Skills zwischen deinen globalen Cooldowns einsetzt, die off-global sind. Ja, Alalas. Genau, und theoretisch kannst du abhängig von Server-Tick und deinem Cooldown zwei Dinger da reinprügeln. Ah. Und dann hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass wenn du es zu spät machst, bist du halt Animation-locked und dann verzögerst du die Skills, die du als globalen Cooldown einsetzen kannst. Und dann, machst und dann du ist deine ganze Rotation im Arsch und dein DPS ist... Genau. Ja, das ist doch. Das ist doch irgendwie billigste Basic. Ja, sag mir Bescheid, wenn du bist. Das ist einfach Resignation, einfach aufgegeben. Ich habe nicht mal zugehört, was er gesagt hat. Es ist einfach nur, darf ich bitte rein. Oh, bekommst du den EP-Ring her. Oh. Anscheinend, wenn du die ganzen Lehrmeister-Dinger abschließt, dann kriegst du einen Ring, der dir dann 30% mehr EP bringt, wenn du den trägst. Ja, nice. Genau sowas will ich. Nutze ich auch nicht, muss ich zugeben. Hab ich nie genutzt. Ich hab's dann immer... Was machen? Deswegen zusammen den Marodeur, ja. Okay, cool. Ja, Alalas dabei benutzen. Easy. Ich weiß gar nicht, hast du auf... Ich hab halt Waldläufer nie... Das ist halt... Ich hab... Lass mich schauen. 1, 2, 3... Nee, nicht mal. 1, 2, 3... Vier Jobs habe ich nicht gespielt. Noch nie darunter bisher. Der Waldläufer. Darunter der Waldläufer. Das habe ich mir gedacht. Du bist halt kein Mensch, der gute Klassen spielt. Nee. Das war ein ganz schön knapper Kampf. Ja, es ist ein sehr langweiliger und sehr optionaler Inhalt. Ja. Aber wenn es 30% mehr EP gibt, bin ich dabei. Es sind halt aber auch eine ganze Menge von den Dingern. Und die werden nicht spannender. Auf der anderen Seite baue ich mir aktuell eine Reliktwaffe und muss dafür jetzt aktuell 36 Mal einen bestimmten 24-Mann-Raid spielen. Also. 36 Mal, ja, nice. Hast du Übung der Anfängerin abgeschlossen, ja. Den Gegner eines Verbündeten besiegen. Was? Ich mach mal. Ich mach das jetzt, um dich zu ärgern. So. Wobei, eigentlich ärgere ich mich mehr selber dann. Wie kann ich die Anfängerarena betreten? Abgeschlossene Übung. Ich finde das geil, das ist jetzt unnötig. Dann erkläre ich dir mal, was du zu tun hast. Diesen Dialog hättest du dir einfach sparen können. Was willst du denn sonst machen? Angreifer 2. Ich würde sagen, ich habe das nicht gemacht. Um die Übung zu bestehen, musst du alle Gegner... Jetzt weißt du, was du tun hast. Ja, alle Gegner besiegen. Gut. Verteidiger 2. Was, Verteidiger? Achso, ich hab Anfänger-Arena nur die ersten beiden gemacht. Nee, nicht mal, nur den ersten anscheinend. Was war das jetzt? Ich soll denselben angreifen, den auch die anderen angreifen? Oder so, hat der gesagt. Ich glaube, ja. Wenn du den falschen Gegner angreifst, musst du von vorne angreifen. Ach du Scheiße. Woran sehe ich denn, welcher der richtige ist? Gibt's so ein Target-System? Wenn du deine Leute anklickst, dann siehst du, wen sie angreifen. Theoretisch könntest du auch dann in der Gruppe Marker setzen. Gibt's so ein Target-System, ja? Ja. Aber das musst du halt manuell setzen. Ich dachte, also nicht das würden wie, die hier setzen. Nicht wie in Guild Wars 1, wo du quasi Steuerung Leertaste geklickt hast. War Steuerung T? Ich glaube, es war Steuerung T. Ja. Nee, Steuerung Leertaste und T hast du gedrückt, um. Um das dann anzuwählen, ja. Steuerung Leertaste für den Ping und T für.
Das sind noch Zeiten gewesen, Jens. Weißt du noch damals? Ja. Ich glaube, ich würde auch noch einen Drockner Schmiederösch hinkriegen. Oh nice, das habe ich letztens auch. Da habe ich einen Screenshot hatte irgendwer in diese Guild Wars 1 Gruppe auf Facebook gepostet. Mit einem Derwisch Schweigegelübde Bild. Und ich habe sofort an den Drockners Schmiederösch gedacht, ja. Ja. Krass. Weiß nicht, ob ich das noch hinkriegen würde. Also als Krieger würde ich es glaube ich nicht mehr hinkriegen, was aber daran liegt, dass sie ja diese Eiswürmer hinzugefügt haben. Derwisch Asser OP. Ne, Derwisch Krieger hat man am Ende, glaube ich, gehört wegen Stability, ne? Der Haltung, ne? Ja. Ach Gott, ist das lange her. Okay, ich habe jetzt hier die Schnauze voll von diesen. Wo ist meine Hauptquest? Muss man nur das Ei suchen. Ja, ich glaube, das ist oben das Ei. Nee, oder? Doch. Where am I? Wie komme ich denn nach oben? Ich habe alles gepult. Jetzt. Muss ich wieder rausgehen. Was? Ich glaube, du musst wieder raus, ja. Und dann musst du quasi oben dem aufs Dach steigen. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Sah halt aus, als wäre das hier drin irgendwie. Ich hab doch vorher noch gesagt, ich gehe lieber oben rum, erinnerst du dich? Ja. Ja, wäre ich mal oben rum gegangen, ne? Dann bist du runtergesprungen. Dann bin ich runtergesprungen, ja. Das ist, war nicht so schlau. Du räumst hinter mir auf, ne? Ich verlasse mich. Ja. Danke. Ah ja. Die 9 kann er verwenden. Was ist denn die 9? Ach, warte, 9. Die was? 8. Ah, er meint die 8, das ach, ist die 8. Dein. Ja, die 8, ja, ich weiß, das habe ich ja schon. Ich bin ja Pro-Rotation-Boy. Oh. Dann können wir hier gleich mal. Ah ja, da ist der Kollege wieder. Kannst du da mit rein oder muss ich da alleine sein? Nee, da musst du alleine rein. Ich kämpfe den Eierdieb. Bekämpf den Eierdieb. Ja, in der Zeit hole ich mir mal eben ein Glas Wasser. Do that. Ah, du bist der Eierdieb. Popo. Ah, das bin ja jetzt ich, ne? Ey, ich sehe mit dem Helm gar nicht meine geile Frisur. Los, Freunde, tötet ihn. Ja, geil. Sind ziemlich viele. Dude 1 ausgeschaltet. Hören wir uns um Dude 2. Ah, du fragst am Gift. Ein Auto-Tech, den fragt der wahrscheinlich auch am Gift. Kann ich jetzt noch hier so festketten? Was? Oh, der macht doch irgendwie mehr Damage, als ich dachte. Er ist stärker als gedacht, ja. Das habe ich mir bei dir gerade auch gedacht. Aber Kuplo. Halt nicht, kann das sein. Kupo. Ich kann mir auch selber heilen, ne? Immer dran denken. Ich hab Chakra. Blum. Lass mich um dein Heilpotenzial von 500 hat. Was auch immer das heißt, weil um 500 hat es mich nicht geheilt. Will ich jetzt nochmal hier so festketten. Strategy. Richtig guter Spiel. Wen blende ich aus? Danke, Kupo. Bitte Leias Ei. Achso, ich kann den Helm ausblenden. Jetzt habe ich verstanden, was Menras mir sagen wollte. Ah! Große Milbis, böse. Na, hast du dein Eier wieder gefunden? Ja, ich hab mein Ei gefunden. Ah ja. Dann hättest du jetzt nicht nochmal hauen müssen. Hier, da willst du. Doch, ich hab EP bekommen. Alles gut. Ja, wenn ich mehr gut sind. Achso, ja. Haha, stimmt. Wo muss ich denn jetzt hin? Opo. Wieder bis. Wollen wir mal zurück zum Zwieselhof? Okay. Warte. Ich muss mich einladen, ich kann keine Liste machen. Halt. Ja. Ich bin traurig.
Auf! Reite davon, während ich mein Equipment verändere und den Helm ausblende. Macht man das denn? Reparieren. Links unter dem Bild. Also unter dem Bild von deinem Charakter hast du so Knöpfe. Okay. Du bist so schnell, ne? Das ist echt ein guter Service hier. Du weißt doch, ich bin immer schnell. Ja, auch im Bett. Ja. Jens schreit immer erster nach 3 Minuten. Oh, ich bin schneller geworden. Echt? Oh. Oder hier jetzt hier einen Dungeon machen irgendwie. Du hast mir gesagt, ich kriege einen Dungeon. Irgendwann. irgendwann, ja. Farbe und Gewicht, das ist mein Ei. Super, das ist gut, dass du das an Farbe und Gewicht erkennst. Ja, Katastrophe vor 5 Jahren, ein Mogi das Leben gerettet. Le Mogri. Lieb, keiner kann ihn sehen. 1000 Dank. Ich glaube, das ist von der Lore an mir vorbeigegangen, dass Leute keine Mogri sehen können. Sagt er in der allerersten Intro-Sequenz. Nur besondere Menschen sehen mich. Ich habe aber auch, glaube ich, nicht hier in Gridania angefangen. Sondern in Ulda. So, ich muss jetzt den Brief irgendwem geben. An Mion, das ist wieder in der Stadt. Oh, jetzt müssen wir bis zurück in die Stadt. Oh, ist ja anstrengend. Gut, dass ich meine Wallfahrt habe. Wallfahrt. Mion 6 und... Oh Gott. Tut mir leid. Wie hoch kannst du damit fliegen? Oh, doch so hoch. Irgendwann ist hier die Decke. Ja, mach mal bis zur Decke, bitte. Hier ist die Decke. Oh, hier ist die Decke, okay. Jetzt musst du aber nach links oder rechts. Ist egal. Ich hab mich verlaufen. Du bist mit dem Nichts der Karte. Du dürftest hier gar nicht sein, Vents. Bis vor 2 Patches ging das auch noch nicht. Naja, vor 3, glaube ich. Ja. Sieht man. 69 Sekunden, ich bin stolz auf dich. Ja. Mein Vermögen beträgt 5000 Jill. Ja. Wie viel ist das? Nicht so viel. Das habe ich mir fast gedacht. Aber zum Teleportieren reicht es. Hier ist auch schon wieder so ein Lehrmeister-Ding. Ich weiß nicht, ob ich das anklicken will. Ich bin fast ein bisschen stolz, hat sie gesagt. Wow. Das größte Kompliment für heute. Ich bin fast ein bisschen stolz auf dich. Ja, Chocobos verkaufen. Oh, geht's gar nicht um Chocobo. Gibt Arbeit für mich. Natürlich gibt's noch Arbeit für mich. Who would have guessed? Nacht Sky. Schlaf gut. Sky, gute Nacht. Und träum von Vance und mir, wie wir zusammen Chocobos reiten. Das war schon 15, ne? Ja, aber ich habe noch keine Dungeons. Das ist eine Quest, die dich da reinschickt. Und normalerweise ist es immer so, die Quests, die ein Bild haben, im Vorschautext, da passiert irgendwas. Die Quests, die ein Bild haben im Vorschautext. Da habe ich mich gar nicht auf die Quest konzentriert. Meine Hilfe wird benötigt. Viel Glück. Danke. Kann ich mit dir handeln? Nee, kann ich nicht. Ich bin ja auch ein Bob. Ja, weil du ein Bob bist. So, ich soll jetzt mit dem Wächterbaum schlafen. Ach, das ist in der Waldläufer-Gilde. Da war ich noch nie. Also, doch, da war ich schon, aber... Du bist schon Level 16, gleich 17. Krasser Scheiß. Was hast du denn untersuchen? Findest du gerade heraus, wann ich in einen Dungeon kann? Das kann ich tatsächlich mal gucken. Während ich mit der Waldläufer-Gilde interagiere und die Level 5-Quest annehme. Wie das hier mit Skalierung. Achso, mit Skalierung hatten wir vorhin das Thema, ne? Da werde ich so bei instanzierten Sachen und so runter skaliert und sowas. Nehmen die jetzt trotzdem mal an, ne? Schaden für Stoppen. Baumgeflüster hatten wir gerade, ne? Wieder des Wächterbaums ist mal.
Hüter des Wächterbaums, Stufe 15. Ich rede gerade mit Levin. Ne, muss noch 14. 1, 2. Warum hat der jetzt auch so eine Robin so eine Zorro-Maske auf hier? Ja, das dauert tatsächlich ein bisschen. Ist das schon die Level 14 Quest oder so? Ja, aber du wirst gleich in die anderen Städte geschickt, vorher noch. Was? Die Xer greifen an. Nein! Du steckst schon mit dem Fuß in der Sache, lauf voraus. Ja. Dauert noch ein bisschen. Das heißt, ich. Du hast mich also belogen. Ich habe einfach vergessen, dass du vorher in die anderen Städte musst. Da passiert halt an sich nicht viel, aber es ist halt viel Dialog. Ich soll Zielscheiben der scharfe Blick machen und was das andere. Da passiert nicht viel, das ist nur viel Dialog, okay? Lauf ich einfach hier rum und schieß so Dinger kaputt? Ich glaube ja. Eine Crazy Quest. Worüber lachst du? Dungeons braucht man Level 16. Peter, aber ich bin auf Level 16. Ja, aber du musst sie halt unlocken. Nichtsdestotrotz. Und das ich brauche halt Level 16, aber ich muss eine Story spielen, die weiter als Level 16 geht. Mhm. Also die Story, wenn die Story Level 16 ist, schaltest du es auch frei. Die Story ist doch Level 16, oder? Nee, bist glaube ich noch bei 14. Jo, hast recht, stimmt. Siehst du irgendwo Zielscheiben? Du siehst sie wahrscheinlich nicht, ne? Ich sehe die nicht, nee. Ich sehe die auch nicht, das Problem. Bei dem, ja. Was? Du hast quasi gerade drauf geschaut. Hast du die im Stream gesehen oder bei dir? Ja, ja, im Stream. Was? Wieso habe ich die nicht gesehen? Vielleicht hängen die einfach überall an irgendwelchen Gebäuden dran. Ja, die hingen gerade schon eine einfach nur auf dem Boden. Achso, okay, ja, dann nicht. Ist nicht mehr der Radius. Ah, oh, ne, dann ist es wahrscheinlich im zweiten Teil der Stadt. In da ist noch eine. Alt-Gridania, ja. Ach ne, ist nur Neu-Gridania. Okay. 4 von 6, hier sind halt. Ich sehe die wahrscheinlich einfach nicht. Einfach dumm. Und das kann sein, ja. Danke, Vince. Das ist wie immer sagen. Eine große Hilfe. Affe. Affo. Ich glaube, der gewaltige Schuss könnte dann Teil von einer Combo von dir sein. So. Ein gewaltiger Schuss ist mein Auto-Tag. Achso, okay. Also, ja, es ist quasi. Du bist ein richtiger Profi. Gut, ja, gut, dass ich dich in den Stream geholt habe. Ja, kenne ich mit aus. Ach, hier laufen gerade wieder Bots rum. Was, die vier hier? Ja, die da vor dir laufen. Woran machst du das fest? Sehen alle gleich aus, laufen im gleichen Abstand, haben komische Namen. Also, ich finde jetzt Kiba Opal nicht schlimmer als Sputti. Also, sind alles Waldläufer, bleiben alle. Gleichzeitig stehen. Es gibt Indizien. Aber es wundert mich, dass sie. Hi. Kann nicht flüstern. Nicht. Warte. Oder es ist irgendein verrücktes Rollenspiel, aber. Ich folge denen mal, wenn die gleich loslaufen, sehe ich aus, als wäre ich auf dem Bot. Aber irgendwie. Hm. Ja, gleich reportet mich hier noch einer, das ist. Das wollen wir ja verhindern. Hi. Komm zurück, was geht? Nicht viel. Ich habe Techniken gelernt. Ja, komm, hör auf zu labern. Der scharfe Blick.
Oppo-Oppos beseitigt und Mikro-Oppo-Russ. Keine Ahnung, was das ist. Okay, folgen wir weiter der Story. Das nervt mich. Zum Wächterturm. Der ist da draußen. Ja, dann gehen wir halt wieder raus, ne? Ja. Oder du teleportierst dich zum... Ach, du hast dich nicht harmonisiert. Bin ich harmonisiert. Womit? Du bist nicht harmonisch. Okay. Ich kann nur zum Platz hier so. Ah ja, genau. Und dann im Gut Zwieselgrund. Ja. Oh. Man kann sich auch draußen mit so Dingern harmonisieren, genau. Und dann dahin teleportieren. Ja. Warum sagst du mir das denn nicht? Ich hätte gedacht, das wäre dir erklärt worden. Mir hat einer gesagt, ich kann mich damit harmonisieren. Ich habe die Dinger ja nicht mal gesehen. Weißt du, wie groß die sind? Ja, und ich habe auch was Großes und das sieht nicht jeder. Das ist halt... Oh Gott, ja, stimmt, das stimmt, ja. Ja. Dinge, über die ihr bisher nie nachgedacht habt und jetzt nachdenken musstet wegen mir. Wo ist denn hier mein Public Transportation Service? Na, ich bin gleich da. genau, da siehst du bei Gut Zwieselgrund auch dieses Eteriten-Symbol. Dann bring mich mal dahin. Tandem reiten. Auf die Plätze. Vielleicht finde ich diesmal den Weg. Ah, einfach oben drüber. Aber ich habe doch vorhin bei diesem Stuppern habe ich doch mit dem Ding interagiert. Dachte ich. Aber ja, das ist echt schwer zu übersehen. Aber das, ach, kann das sein, dass das nur so ein kleines Ding war? Im Gut Zwieselgrund? Nicht Zwieselgrund, im Stubbern. Ja, ne? Deiner Stadt? Ja. Ja. Hier mach mich mal zum Immerschatten-Wächterbaum. Das da links. Da. Mein Ego sieht jeder, ja. Und mein Ego, das ist richtig, Tank. Das ist gut, dass du das erkannt hast. Kannst du einfach so hier über den Berg drüber? Einfach so? Mhm, ja. Das ist nicht richtig. Was passiert, wenn wir uns hier absetzen? Geht nicht. Also ich kann es nicht klingen. Wenn du dich jetzt ausloggst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann mich da nicht ausloggen. Könnte ich mir vorstellen. Achso. Ah ja, du musst da wieder rein. Ja, aber ich muss erstmal das Ding da kaputt machen. Anpassen. Piu. Achso. Routine-Bonus ist nicht mehr wirksam, weil ich nicht mehr Stufe 20, weil ich nicht mehr mit dir befreundet bin. Ja, und ist ein bisschen blöd. Was ist jetzt überhaupt meine Aufgabe? Also erstmal die Viecher hier ausrotten, ja? Ja, wir schießen jetzt quasi die Nacktschnecke in kleine Teile. Ah. Sexy. Ich auf nackte Schnecken. Vans, du hast mich immer durchschaut. Er ist schon ziemlich flach, der Humor. Aber ihr habt dafür eingeschaltet. Ach, ich hab eine AOE. Ich hab irgendwas abgelehnt gerade. Irgendwas ist aufgeploppt, aber ich hab's abgelehnt. Achso, wahrscheinlich, dass du da in die Geschichte rein kannst oder so ein Boost. Ah, ich glaube, ich weiß gleich, was vielleicht. Joa. Da, 3000. Das wird 3000 XP, das ist doch total lame irgendwie. Ich muss Oppos beseitigen und. Ja. Ah, das ist aber was anderes. Ich bin instanziiert. Ja. Okay. Da hörst du die Stimme der Erschaffung, hörst du Stimme von Verzweiflung. Hörst du Stimme von Erschaffung, hörst du Stimme von Verzweiflung. Die X halt. Hört, was ich euch sage. Dieser Wald, meine Brüder, ist der Wald der Ixal seit Anbeginn der Zeit. Ixal allein. Haru. Nur uns steht dazu. Unser wird er sein, so sei es bis ins Ende aller Zeit. Stark ist unsere Macht, das Wort Himmelsboten. Ja, okay.
Die Mischung aus Cha und Tengu. Sieht aus wie eine Mischung aus Cha und Tengu, oder nicht? Die Viecher, ja. Ja, die haben Cha-Hörner und Waffen, aber sehen halt so ein bisschen Tengu-artig aus. So ein bisschen nackte Tengu vielleicht, wenn die in der Mauser sind. Ja, meine haben halt so ein bisschen... Das würde ich nackt, das sieht ja eklig aus. Aber so von den Hörnern und so haben die auch was Chaiges. Ich nenne sie Chengu. Ja, komm, Zorro, wir beide machen die weg. Der haut ab? Was ist das denn? Die rennen da jetzt alle in den Kampf rein und der haut ab? Federlose. Du bist auch federlos. Was ist denn los mit dir? Wo hast du denn Federn? Der hat mich federlos genommen. Ich will ja auch keine Federn. Mach erstmal die kleinen weg wahrscheinlich. Irgendwie ein bisschen gut. Meine Aufgabe ist es... Ach nein, Oppo-Oppos waren das andere. Stimmt, scheiße. Ich hab's vergessen, was die Oppo-Oppos sind. Oppo-Oppos sind so kleine Erkenntnisse. Hast du mich gerade Affe genannt? Bist du kein Affe? Homo sapiens? Nein, ich bin. Ich habe einen gemeinsamen Vorfahren. Mit Oppo Oppos? Wahrscheinlich. Sag mal, wo habt ihr denn Federn? Ich sehe ja. Doch, so am Hintern haben sie ein paar. Und der wedelt mit seinem Federschweif in meinem Gesicht herum. Oha. Ich habe bewusst Schweif gesagt. Ja, stimmt, so hinten nachher so. Ach. Nicht besonders beeindruckend. Die flankieren. Was? Also müssen die woanders hin. Wesen wedelt. Die flankieren, also müssen die woanders hin. Flankieren? Weiß er nicht. Flankieren nicht seitlich angreifen? Ist flankieren nicht, wollen Sie wenn nicht flanieren? Du quasi so in zwei Teams dich aufstellst. Jeder der Mitspieler hat eine Bierdose. In der Mitte hast du nein, eine das Flasche. Ist ja. Was ist mit dir, Vance? Ja, weiß ich nicht. Aber kennst du Flankyball? Das sagt mir, ich verbinde das irgendwie mit Spaller. Ich weiß nicht warum. Ja, das sehe ich. Na warte mal, was war denn Flunky Ball? Das ist doch aus How I Met Your Mother, oder? Das ist, was ich da so gerade beschrieben hatte. Du hast halt quasi zwei Fünfer-Teams oder so, oder auch mehr oder weniger, die sich jeweils an eine Grundlinie stellen vom Spielfeld gegenüber und in der Mitte steht halt eine Flasche, weiß ich nicht, oder eine Dose Bier oder keine Ahnung, irgendwas, was du halt umwerfen musst mit dem Ball. Und jeder hat halt eine Dose Bier, die er austrinken muss. Und du darfst halt nur trinken, wenn dein Team die Flasche in der Mitte umgeworfen hat. Und das Gegnerteam muss dann die Flasche oder muss in die Mitte rennen und die Flasche wieder aufstellen. Die Arbeit hier ist erstmal Ruhe. Ja, ein Job. Nee, also habe ich bisher noch nicht gespielt, aber klingt spaßig. Und das sind so die Standarddinger, die man so für Studenten in der Erstsemesterwoche macht. Ja. Ich meine, man zeigt ihnen die Uni. Ja. Guck mal, da ist der maskierte Hanse wieder. Ja. Der hat auch eine ganz andere Maske. Was haben die für einen komischen Fetisch? Drittes Blut für Lanzenschwinger? Lanzenschwinger. Kein Wunder, dass man dagegen nicht ohne weiteres ankommt. Was hältst du dir? Von deiner Lanze? Ruf da deine Mutter. Also die kommt vorbei und verhaut. Ja, warte ab. Ja. Ja, doch. Das ist so ungefähr, stelle ich sie mir vor. Irgendwie cute. Ja, ne? Schon sexy. Jetzt muss ich den schon wieder verprügeln. Ja, an sich musst du ja andauernd Leute verprügeln. Ja, gut, das muss ja in jedem guten MMORPG muss Leute verprügeln. Ja. Ich glaube, man wäre auch traurig, wenn man keine Leute zum Verprügeln hätte. Ich meine, was würde sonst machen? Nur Laufquests? Was bleibt dir denn?
Hier, ja. Ich esse dich. Mach dich langsam. Mach ich Adalas. Irgendwie hat er mich noch nicht einmal so richtig berührt, aber erzähl du mal, wie er mir wehtut. Wie sagt der maskierte Magier, das ist eine unvorhergesehene Wendung. Na, dann muss ich mal aussprechen kannst, was ich für dich definitiv unvorhergesehen. Oh, da kommt mein Papa, Liamo und meine Ida. Ida, die da am Eingang steht. Ida, die den Kopf hat. Oh Gott. Ich entschuldige mich bei allen Fanta 4 Fans. Haben die noch Fans? Ja. Mich? sind die noch aktiv? Die sind immer aktiv. Smudo ist ein aktiver Twitterer. Oh Gott, das heißt heutzutage aber nicht unbedingt was Gutes. True. Aber trotzdem. Aber bei ihm geht's noch, oder? Ja, er ist kein Wendler, wenn du das meinst. Okay. Ja, das war die Frage. Oder veganer Koch oder so. Da gab es letztens so eine Spiegelreportage über den Kollegen. Ha, you down! Erfahre ich jetzt, wer das war? Weiß ich nicht. Da musst du wohl die Cutscene gucken. Das sieht ganz danach aus. Jetzt haut er ab, ne? Ja. Was? Nee, doch nicht. Sieht das nicht immer. Hä? Er ist tot. Himmelsbrot. Ein Askian. Oh, da ist Zorro wieder, nachdem die ganze Arbeit vorbei ist. Das ist der. Wir sind übrigens auch hier. Agitator. Agitator. Agiator. Nichts verwechselt mit dem Alligator. Gibt's nicht auch den Akinator? Oh, der Aki. Ich habe mich mal versucht, den Akinator reinzuschummeln, aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, dich gibt es da, aber. Hast du mal versucht? Ich glaube, wir haben das alle versucht damals, oder? Probier das mal. Wurzan, Vanitas, du, ich. Ich glaube, wir haben versucht, Sputti in den Akinator zu kriegen. Ich glaube, man kann nicht mehr Sputti. Wenn nie einer Sputti geworden ist, haben sie mich wieder rausgenommen. Nicht mal ich bin Sputti geworden. Spielen. Du willst jetzt den Akinator nebenbei. Nice. Ich bin ja nicht in der Cutscene. Was Benz sagt, er hätte mich auch schon im Akinator gefunden. Echt? Wählen Sie die nächste Spielthematik. Figur, Tiere. Ja. Was? Das ist ja kein Tier. Bin ich sicher. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Ja. Manchmal. Manchmal, ich kann nicht in sein Schlafzimmer schauen. Also wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Hat deine Figur etwas mit Videospielen zu tun? Ja. Ja. Hat deine Figur, macht deine Figur Minecraft-Videos? Trägt deine Figur ein Bart? Nein. Eigentlich nicht. Ich habe keinen Bartwuchs. Das ist ein Gerücht. Spielst du gerne Fortnite? Nein. Ich glaube, das weiß der Aginator nicht. Du hast doch nicht über 1 Million Abonnenten, ne? Nee. Ich habe gerade 16 Zuschauer, also. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Aus Versehen. Welcher Mensch hat denn keinen YouTube-Kanal? Du spielst auch kein FIFA. Du spielst auch kein GTA 5. Ich glaube, das wird sehr desillusionierend. Und dann gibt es halt so eine random Frage. Hat deine Figur in Titanic mitgespielt? Ja, nein. Ich bin Videospielmensch, der einen YouTube-Kanal hat und ob in Titanic mitgespielt ist. Hast du was mit Kängurus zu tun? Nein. Ah, ich habe schon mal einen Känguru gegessen. Bist du Mitglied von Linkin Park? Nein. Haben alle Mitglieder von Linkin Park einen YouTube-Kanal? Nur so aus Interesse. Würdest du für deine Figur sterben? Ja. Oh. Hat deine Figur viele jugendliche Fans? Bestimmt. Eine Stufe wurde voll. Ah, okay. Keine Brille. Oh. Keine 5 Buchstaben. Nicht Mountain Blade. Daddy Ada. Was? Ich hab 5 Buchstaben. Ich hab 6. Aber gut, dass du das weißt. Okay, das war traurig, tut mir leid. Also gesehen hast du aber nur 5 Buchstaben. Und halt was? Das T zweimal.
Ja, okay, wenn man das so zählen will. Und du bist nicht Snily Snyles, wer auch immer das ist. Bei dem geilen Namen wäre ich vielleicht gerne. Hat der Name deiner Figur vier Buchstaben? Nein. Deine Figur Ego-Shooter? Nein. Wer hat denn vier Buchstaben, so Interesse halber? Also, kennst du einen YouTuber mit vier Buchstaben? Ich kenne generell keinen YouTuber, eigentlich. Gronkh hat auch sechs. Ich habe auch überlegt, wer ist denn fünf? Wer hat fünf Buchstaben? Ja, mein Twitch-Kanal hat sieben Buchstaben. Ist deine Figur mit Twitch berühmt geworden? Eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht, ne. Und wurde dein Leben verfilmt? Bisher nicht. Aber potenziell, wenn einer Bock hat, ich habe ein paar super Geschichten. Kommt die Figur aus Nordrhein-Westfalen? Ja. Aber du spielst nicht den Landwirtschaftssimulator. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Ja. Hat deine Figur etwas mit Autos zu tun? Ich weiß nicht, was Brawl Stars ist. Oh, Brawl Stars? Das ist so ein Handyspiel, so eine Mischung aus MOBA und Fortnite, je nachdem, wie man das sieht. Oh, okay. Du gehst da so, es ist halt Battle Royale, MOBA und Battle Royale. Du hast verschiedene Spielmodi, wo du mal mit 3, mal mit 5 oder mit 10 Spielern unterwegs bist und dich halt so in so einer Arena battles Last Man Standing, die dann auch mit der Zeit kleiner wird und so. Ist ein echt geiles Handyspiel. Verleitet halt unheimlich dazu, weil man hoffnungslos underleveled ist, wenn man kein Geld ausgibt, pay to win. Aber du so zwischendurch irgendwie auf dem Klo 3 Leute verkloppen, das geht schon. Naja. Mach ich häufiger mal. Oh, hier kommen wir zu Fragen. Fragen nach, spielt er Minecraft? Spielt er FIFA? Spielt er Call of Duty? Spielt er irgendwas? Nie Geld, was 2 kommen. Und dann hier die Frage, trägt deine Figur Damenunterwäsche? Manchmal. Ich will's nicht Nordrhein TV Play. Keine Ahnung, wer das ist. Das klingt nach einem Kanal, dem man nicht folgen sollte. Warte. Nordrhein TV Play. Verdammt, den wirklich. Der hat 380.000 Abonnenten. Das ist so ein Landwirtschaftssimulator-Mensch. 124 Folgen im Landwirtschaftssimulator 19. Irgendwie 20 Folgen im Omsi und irgendwas mit dem LKW-Simulator. Und der TSW-Hochgeschwindigkeitszug. Krass. Aber hauptsächlich Landwirtschaftssimulator, so alles so 30.000 irgendwie. Nice. Aber nicht schlecht. Nö. Schick. So, hier ist Zorro wieder. Danke dir. Ich habe all die Arbeit gemacht, du warst ja nicht da. Klatscht ihr mir jetzt? Oder was? Älteste Saatseher. Sound! Sound! Eure verdienstvollen Taten ehren euch, Kommandant. Sieht aus wie ein kleines Mädchen und redest wie eine alte Frau. Und du bist jener Tapfere, der seine Kräfte in den Dienst Gridanias stellt. Zu Diensten. Oh! Ich denke an Sputti, Guild Wars 2 Gamer. Mir ist der Schutz und die Screenshot, it doesn't happen. Anbefohlen. Okay, ich weiß aber jetzt, ich habe jetzt nicht aufgepasst, nach wie viel Fragen das war. Ich glaube, es waren so 70. Von okay. Deinen Taten habe ich schon viel gehört. Deswegen bin ich gekommen, um dir zu. Steuerung X, Datei. Wer bist du denn, Hübscher? Ich würde mich freuen, wenn du ein Zeichen der Anerkennung entgegen. Boah, ich krieg was von der alten. Bald findet ein Fest statt, dass wir die. Wir drücken auf diese festliche Art unsere. Und du sollst. Soll die Hauptrolle spielen. Oh, ich ja gar keinen Fest. Was für eine unglaubliche Ehre. Wir rechnen fest mit dir. So. Imgur. Oder sowas. Ja, mach mal. Upload. New Post. Desktop. Spuddy. Öffnen. Bild in neuem Tab öffnen. Ich werde jetzt gleich bestimmt timeoutet, oder? Aber du siehst es dann ja. Ja. Krass. Krass.
Die Figur wurde 48 Mal gespielt. Krass. Er hat's getan. Vance hat's getan. Spieldetails ansehen. Sehe ich jetzt, wie viele Fragen das waren? Cool. Man kann mich beim Akinator finden. Dann haben wir es damals doch echt erfolgreich geschafft. Krass. Ach, Entschuldigung. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das ist das Highlight. Besser wird's heute Abend nicht mehr. Es waren auf jeden Fall eine Menge Fragen. Ich bin kurz vor Stufe 17. Muss jetzt wahrscheinlich diese Festsache als nächstes machen, ne? Und genau, du musst jetzt quasi das Fest machen und dann musst du in die anderen Städte. Und dann, wenn du da in allen Städten warst, ist, glaube ich, die übernächste Quest der Dungeon. Dann würde ich sagen, machen wir das demnächst weiter, auch hier im Livestream, weil ich finde das cool und spiele halt ansonsten auch andere Spiele. Das heißt, für den Livestream eignet sich wahrscheinlich Final Fantasy ganz gut. Eigentlich nicht, weil es wahrscheinlich besser ist, die Story zu genießen und nicht im Livestream durchzurushen. Aber so für mich ist das, glaube ich, ganz cool, wenn wir das im Livestream machen. Bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt, auch zu so später Stunde. Und natürlich bei Vance dafür, dass er hier so freundlich ausgehelft hat. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja. Lauf jetzt noch einmal zu der komischen Mune. Würde allerdings ansonsten mich verabschieden. Ich werde übrigens den Link nochmal posten, weil Vance ja krass getimeordet wurde. Für die Leute, die es nachschauen möchten. Und ich erwarte jetzt von euch Hausaufgabe bis zum nächsten Livestream. Mindestens zweimal im Akinator bis Sputti spielen. Screenshots gehen dann bitte an mich per Mail, ne? alex.sputti@gmail.com. Ihr kennt die E-Mail ja. Und ich erwarte von jedem von euch einen Screenshot. Und wenn wir dann uns nächste Woche wiedersehen, weiß ich, nächste Woche? Was? Hab ich jetzt nächste Woche gesagt? Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Aber wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal, dann machen wir Auswertungen, wer seine Hausaufgaben erfüllt hat und wer nicht. Und ansonsten heißt es nachsitzen dann beim nächsten Mal. Ja. Ich bin raus für heute. Für heute, ja. 1 Uhr. Genießt den Valentinstag. Und wenn ihr keine Freundin habt, ja. Weiß nicht, Vance, was machst du? Profi-Tipp? Das, was ich jeden Tag mache. Spiele Computer. Ich langsam in den Schlaf weinen. Und das.